Wir starten heute ein Projekt. Das ist quasi das riesige neue Projekt. Aber ich weiß nicht, wo das Ende von diesem Projekt ist. Deswegen, der Origindex ist natürlich, hat ein härteres Ende. Wenn ich alle Pokémon habe, ist es fertig. Hier ist es ein bisschen schwierig zu sagen, denn es gibt viel zu viel. Aber wie ich schon oft gesagt habe, wenn der Origindex fertig ist, würde ich gerne Retro-Achievements sammeln. Und das vor allem in Pokémon-Spielen, die jetzt nicht unbedingt jeder spielt. Wir haben gestern schon die vier schlechtesten Pokémon-Spiele gespielt. In denen werde ich wahrscheinlich nicht Retro-Achievements sammeln. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es in dem Spiel durchhalte. Vielleicht ist dieses Spiel ja super kacke oder die Achievements sind sackenschwer oder irgendwas geht nicht oder sowas. Aber eigentlich sollte das hier, glaube ich, nicht so krank sein. Retro-Achievements seht ihr hier unter mir. Das ist eine Website, eine Community von Leuten, die Fan-Trophäen, Fan-Achievements erstellen für Spiele, die keine Trophäen haben. Falls ihr das nicht wisst, Achievements und Trophäen wurden eingeführt zu der Zeit von der PS3. PS3 war die erste Konsole mit Trophäen, Xbox 360 hatte, glaube ich, auch Trophäen davor. Also Achievements, Steam hatte dann Achievements, Nintendo hat noch nie Achievements gehabt und wird es wahrscheinlich auch nie haben. Aber ich liebe Trophäen. Wenn ihr Ausrufezeichen PSN Games macht, glaube ich, seht ihr all die Trophäen, die ich auf PlayStation gesammelt habe. Und das sind viel zu viele, viel zu viele. Und es ist fast peinlich, aber ich bin sehr stolz darauf, dass ich 10 Jahre meines Lebens locker damit verbracht habe, diese Trophäen zu sammeln. Aber viele meiner Lieblingsspiele haben keine Trophäen und deswegen gibt es die Plattform Retro Achievements, wo Fans das erstellt haben und es ist sehr professionell. Also du würdest nicht glauben, dass es Fans gemacht haben. Aber anders geht's nicht. Das mussten Fans machen. Und so auch für zum Beispiel dem Spiel Pokémon Trading Card Game 2. Auch für Pokémon Trading Card Game 1 will ich das irgendwann machen. Aber 2 ist halt, ich habe es noch nie gespielt. Es ist sehr besonders. Und das hier ist auch die Fan-Übersetzung, denn Pokémon Trading Card Game 2 existiert nur in Japan. Warum auch immer, als ob der erste Teil kein Erfolg in Europa war. Ich glaube schon, dass der erste Teil Erfolg in Europa war. Aber sie haben den zweiten Teil nie übersetzt rausgebracht. Aber natürlich, wie immer, man muss sich auf die Fans verlassen oder es ist Verlass. Es existiert eine englische Fan-Übersetzung. Trophäen finde ich auch ganz toll, besonders in Souls Games. Ja, aber da gibt es ja Trophäen, ne? Es gibt wahrscheinlich kein einziges Souls Game, das keine Trophäenliste hat. Wegen diesen modernen Plattformen. Nur, aber wobei, es gibt Dark Souls auch auf der Switch, ne? Da hat es keine Trophäen. Hallo Bito, hallo Roter Jay. Noch nie eins der TCG-Games gezockt? Nie? Boah, das, ich habe das so viel gespielt. Und ich will halt in vielen, 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 vielen Pokémon-Spielen die Trophäenliste voll machen. Das kann man vergleichen mit, ich will 100% machen. Es ist aber ein gewisses anderes 100%. Es ist nicht das 100%, wenn das im Spielmenü steht. Und es ist auch nicht das 100%, das Carpe Diem vielleicht macht, was komplett übertrieben 1010 Milliarden Prozent ist. Aber es ist ein Trophäen 100%. Was oft dafür sorgt, dass man gewisse Sachen machen muss, die vielleicht bei 100% gar nicht enthalten sind. Ich weiß jetzt hier nicht, weil ich das Spiel noch nie gespielt habe. Ich wüsste nicht, was man hier noch alles machen kann. Also zum Beispiel gibt es bei Pokémon-Spielen wie Kolosseum oder sowas dann Trophäen, die sagen, spiel das Spiel nur mit einem Pokémon durch. Das hat nichts mit 100% zu tun, aber man muss es machen. Oder noch besseres Beispiel, Majora's Mask. Bei Majora's Mask gibt es eine Trophäe, die sagt, dass man in einem Zyklus, also in 3 Tagen, das komplette Spiel durchspielen muss. Und dafür muss man dieses Spiel perfekt auswendig können und zocken. Das hat nichts mit 100% zu tun, aber es ist eine Challenge, die man macht, um sagen zu können, ich habe das Spiel zu 100% ausgekostet. Und dafür waren Trophäen für mich immer da. Ich will das Spiel zu 100% auskosten und alles machen, was das Spiel mir bietet. Das ist oft anders als 100% oder mehr als 100% oder anders.
Ich leg gleich los. Baby, gerne. Gerne. Hilft dir die Website, weil ich bin, wahrscheinlich werde ich die Website bald runternehmen. Spätestens, ich glaube, Februar. Weil die Website aufrechtzuerhalten kostet mich im Vergleich dazu, wie viel ich dafür kriege, und zwar nix, viel zu viel Geld. Und diese 200, 300, ich weiß es gerade nicht, ich glaube 300 Euro im Jahr würde ich mir gerne sparen, die die Website aufrechtzuerhalten kostet. Beziehungsweise habe ich die halt so blöd gemacht. Vielleicht finde ich auch jemanden, der die Website für 10 Euro im Jahr irgendwie hosten kann. Aber ich habe keine Ahnung von Webseiten. Aber freut mich, dass es dir geholfen hat. Hallo Hedge Goodman. Durch deine Videos mache ich jetzt auch auf Home einen vollständigen Pokédex. Weißt du zufällig, ob das möglich ist, nur mit der Switch? Nein! Ist nicht möglich. Nur mit der Switch kannst du nicht alle Pokémon haben. Aber du kannst Pokémon Go benutzen, um alle Pokémon zu bekommen. Und du kannst warten, bis das neue Legends-Spiel raus ist. Da wird es wahrscheinlich die restlichen geben, die es im Moment nicht gibt. Rani, dankeschön für 52 Monate. Und Miku, dankeschön für 43 Monate. Und Toasty hat schon 60 Streams ineinander geguckt. Ihr seid doch alle verrückt. Hier, Prani, dein Tier Nummer 3. Dankeschön. Dankeschön. Bito, auf meinem Discord ist eine Liste von all den Pokémon, die es nicht auf der Switch zu holen gibt. Das sind so 16, 14, 13, 12 Stück oder so. Okay. Ich lege jetzt los. Das ist Pokémon Trading Card Game Nummer 2. Wer den 1er nicht gespielt hat, egal. Das hier ist besser, soll mehr Inhalt haben und alles. Ihr werdet sehen. Ich selber habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Es gibt aber auf jeden Fall 441 Karten anscheinend und ich muss alle sammeln natürlich. Für die Trophäen. Und wer das jetzt vergleicht mit dem echten TCG, ihr werdet ein Problem haben, denn die Regeln... Ah ne, andersrum. Wer das vergleicht mit Pokémon-Spielen, wird ein Problem haben, weil die TCG-Regeln sind komplett anders wie Pokémon-Regeln. So was Wechselwirkung und so anbelangt. Es gibt noch nicht mal alle Typen. Naja. Ich glaube, ich mache aber nochmal neu, weil ich glaube, ich werde meinen Namen anders schreiben. Ups. Der sieht so anders aus, mein Name. Aber das kommt, glaube ich, daher, dass es ein japanisches Spiel ist. Und dann sehen unsere... Dann sehen unsere Buchstaben so krass anders aus. Schaut das hier. Aber ich kann auch Upper, Lower. Ich weiß nicht, ob das besser aussieht, wenn ich in Lowercase schreibe den Namen. Aber machen wir es mal so. Weil Girl ist auch komplett Uppercase geschrieben. Und mein Name ist Lowercase jetzt geschrieben. Aber das stört mich. Warum ist es nicht die gleiche Schrift? Vielleicht ist es wegen dem Fanmade. Okay, aber so glaube ich ist es besser. Die Liste ist aber irreführend. Nö, die Liste ist nicht irreführend. Die Liste sagt genau das, was die Liste sagt. Die Liste auf dem Discord sagt, das sind all die Pokémon, die du nicht auf der Switch bekommen kannst. Und im Sternchentext steht auch dabei, dass es die gab als Event, aber nie auf der Switch. Beziehungsweise, dass es die diesmal woanders gab als Event, da nicht dazugehören. Und so weiter. Das ist nicht irreführend, das ist nur die Frage, für was du die Liste anschaust. Das war kurz die Zusammenfassung. Also im Endeffekt, der erste Teil ist einfach nur, du bist ein Typ, du bist der Leo, du bist ein Kart-Loser und kriegst das Kartenspiel beigebracht und musst dann in dem Bereich, wo wir jetzt gleich auch sind, 8, glaube ich, wahrscheinlich 8 Kartenmeister besiegen, Grandmasters besiegen und das war die Story. Also da war nichts, außer dass du der Beste werden solltest im Kartenspiel. Und jetzt in dem Teil gibt es anscheinend es ist das Gleiche, nur zusätzlich gibt es halt das Böse. Irgendetwas Schreckliches ist passiert. Und zwar kommt GR, Grr, T
Team Grr, und zwar Grand Rocket. Great Rocket? Team Great Rocket? Also nicht nur müssen wir jetzt einfach alle Grandmaster besiegen, wir müssen quasi Team Grr besiegen. Und deswegen ist das Spiel ein bisschen besser, weil es tatsächlich eine Story hat, im Vergleich zum ersten Teil, wo du einfach nur Kämpfe hintereinander machst. Teil 2 von dem coolen Pokémon Trading Card Game vom Game Boy? Ja, Uwe, ja. Und das ist tatsächlich cool, nicht wie Pokémon Rush, was du gestern gesagt hast, was cool war. Eine seltsame Gruppe hat auf einmal angegriffen. Sie heißen Team Great Rocket. Nicht Rainbow Rocket, nicht Team Rocket, sondern Team Great Rocket. Oder Team Grrr. Sie haben all die Karten gestohlen. Oh nein, sie haben auch mein krasses Deck gestohlen, mit dem ich den ersten Teil durchgespielt habe. Ich wusste nicht, dass es existiert. Das weiß keiner wirklich, dass es existiert, weil das Spiel nie in Europa rauskam. Das ist Japan only. Ich habe es hier hinter mir. Ich habe hier das echte Spiel. Extra letztens bestellt, damit wir das hier alles auch korrekt machen. Also das japanische Spiel, hat eine 100 Euro mich gekostet, aus Japan zu importieren. Eine 100 Euro. Das gab's. Aber das hat es halt nie außerhalb von Japan geschafft. Oh nein, meine Karten wurden gestohlen. Moment, habt ihr das gesehen? Mein Name mit dem... Ich glaube, ich muss doch noch meinen Namen wieder ändern. Ich kann es doch nicht stehen lassen, so wie das da gerade stand. Großes L, kleines E, kleines O und dann Apostroph, großes S. Es ist mir egal, es ist mir egal. Das war mein Rivale, Ronald McDonald war mein Rivale im ersten Teil und er ist immer noch mein Rivale. Hast du irgendwelche Karten? Nein, Team Rocket hat sie komplett gestohlen. Okay, Dr. Mason ist quasi der Professor Eich von den Trading Card Games. Warum auch immer Marson? Hat Marson irgendwas mit Karten zu tun? Der Name, meine ich? Nee, ne? So, er sagt nochmal, dass Team Grr die ganzen Karten gestohlen hat von der Insel. Alle Karten wurden gestohlen. Und auch die legendären Karten von den Grandmastern wurden gestohlen. Und ich soll jetzt natürlich die Welt retten. Okay, mach ich, Dr. Marson. Und jetzt gibt er mir ein Replacement-Deck. Also wurden doch nicht alle Karten gestohlen. Und jetzt, ja, geht's wieder von vorne los. Ich kriege ein Starter-Deck und wahrscheinlich kriege ich jetzt sogar beigebracht. Da unten stand sogar gerade 18 von. Also ich habe 18 Karten schon gefunden von denen, die ich brauche. Ein Minicom? Was ist ein Minicom? Der Minicomputer ist ein Handy-Tool, that helps organize your cards. Okay, damit können wir... Das gab es nämlich im ersten Teil auch nicht, dass man seine Karten irgendwie groß ordnen konnte. Und ich glaube, hier kann man sogar seine Karten eintauschen gegen andere Karten. Also wenn man kann doppelte Karten, glaube ich, kriegen und dann kann man die eintauschen gegen welche, die man noch nicht hat. Und ich kann sogar, ging das davor auch, ich kann mit B schnell laufen. Okay, was soll ich tun? Ich habe tatsächlich relativ vergessen, wie dieses Spiel geht. Ich habe nie wirklich TCG gespielt. Wahrscheinlich kann ich gegen ihn trainieren einmal kurz. Ah, muss ich nicht. Ich habe ja gestern Pokémon Play It gespielt. Ich weiß ja jetzt alles über Pokémon-Kämpfe. Oh, was? Ich brauche das. Also es gibt eine englische Fan-Translation, die kannst du spielen. Aber das richtige Spiel ist natürlich Japan only. Leo, wait. Sei vorsichtig. Team Grill ist stark. Du solltest nochmal die Regeln dir anschauen, okay. So, muss ich? Nein, ich muss nicht. Okay. Was habe ich denn jetzt für ein Deck? Ich weiß ja nicht mal, wo ich hingehen soll. Pokémon Dome war das Finale. Da ist quasi, das ist wie so ein Battle Tower. Soll ich einfach zum Airport gehen, wo Team Grr ist? Okay. Gibt es neue Karten? Ja, es gibt extrem viele Karten. Hier gibt es 420 Karten zu sammeln. 420 verschiedene Karten. Ich glaube, im ersten Teil gab es nicht mal 100. Ich weiß es nicht. Team Grr. Das habt ihr aber schnell gebaut hier. Okay, ich muss zuerst GR Coin Pieces sammeln, damit ich hier fliegen kann. Das heißt, es gibt eine neue Map auch zusätzlich. Villici. Es gibt einen König hier in dieser Welt. Wie heißt eigentlich die Region hier? Und du?
We have an airship bound for Gr Island, departing soon. Ich brauche 4 Gr Coin Pieces. Ja, das ist die fette Achievement hier oben. Ich muss diese Coin irgendwie zusammenstellen. Aber ich glaube nicht, dass es das erste ist, was ich freischalten kann. Aber das ist wahrscheinlich das erste große Ziel, dass ich irgendwie 4 Teile kriege und damit, genau, das sagt er auch nochmal, damit kann ich dann hier hin. Find the Gr members numbered 1 through 4 on the island. If you manage to defeat them all in card duels. Das heißt, die Reihenfolge ist egal? Altoros, hallo. TCG Island. Surprise Pikachu Face Coin, ich muss es haben. Ist hier, ne? Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Hier. Warte, ich kann die auswählen. Ich tu die mal oben hin. Hier. Receive the Pikachu Coin from Isaac. Ich will ganz kurz gucken. Es gibt nämlich auch, wie immer bei Trophäen, wo muss ich dafür hin? Open? Nee. Es gibt, naja, wie sagt man? Verpassbare Trophäen. Und ich habe natürlich Angst, dass ich Trophäen verpasse. Du hast das Spiel nie gecheckt damals? Das ist Teil 2. Only show missables. Die erste Missable steht hier, Card Pop with Imakuni. Es gibt wieder diesen Imakuni, das ist dieser typische, komische Typ mit den schwarzen Bommelohren, der wie Mickey Mouse aussieht. Okay, hier steht, ich muss diesen Imakuni besiegen, bevor ich die Münze zusammenbaue. Und hier steht auch, dass ich zuerst Bills Computer freischalten muss, bevor ich eine Münze kriege. Game Center. Aber wo ist das Game Center? Fighting Club, Lightning Cup, Pokémon Dome. Game Center. Wo ist das Game Center? Fire Club. Das sind die ganzen Clubs mit ihren verschiedenen Decks. Pokémon Dome? Dieser Musikstar. Es ist halt, ja, keine Ahnung, es ist halt dieser Typ mit den komischen Psy-Kräften. Ein bisschen wie Tingle aus Zelda. Hier, und hier kann ich auch nichts machen. Team Rocket hat komplett den Dome eingenommen. Hallo Itachi. Ich glaube sogar deine Mom hat das gespielt. Ja, ich weiß. Ich war dabei. Paco, dankeschön für 49 Bits. Ishiharas Haus, das ist der Typ. Gleich, gleich. Ich muss zuerst Pokémon irgendwas finden. Virox, ich mach gleich dein Ding. Warum sind die PCs so riesig geworden? Aber es macht auch mehr Sinn, weil man da so Karten sortieren kann wahrscheinlich. Ich muss irgendwo Bill finden. Challenge Hall. Aber hier kann man wahrscheinlich auch nichts machen, weil Team Rocket. Grrr. Ich war dabei, als deine Mom das gespielt hat. Ja, das war der Joke. Ja. Hallo Kühner. Ist das wirklich ein realer zweiter Teil? Ja, aber der ist nur in Japan erschienen. Das ist eine Fan... Also die englische Übersetzung ist Fanmade. Das ist Aaron. Das ist ein Training Room, okay. Kann ich eigentlich die Textgeschwindigkeit hochstellen? Gibt es überhaupt Settings hier? Die reden alle so unfassbar viel. Oh. Fast. So fast. Fast. Dual Animation, ja. Coin Animation. Window Color. Boy. Blue. Wunderschön. Wir müssen Bill finden. Also die Translation ist Fanmade, das Spiel ist aus Japan. Der zweite Teil wurde nie übersetzt für. Also kam nie raus. In unserer Welt. So. Ich habe immer noch keinen einzigen Kampf gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo diese Corner sein soll, wo Bill ist. Ich gehe mal kurz. Bist du Bill? Good afternoon. My name is Ishihara. Aber bist du nicht der Typ, der so seltsam ist? Eine Imakuni. Wir suchen Imakuni. Okay, du bist Ishihara. I love collecting rare Pokémon trading cards. However, Team Grrr seems to have everyone's cards at the moment. Team Grrr has effectively shut down the clubs and challenge hall. Is everyone okay? Ich glaube, bei dem konnte ich immer Karten
bauen, herstellen. Hey JJ. Ach, was habe ich das Game damals geliebt. Auch zu dir muss ich sagen, das ist die Fortsetzung von dem Game, das wir alle geliebt haben. Okay, ich weiß, ich muss jetzt nur ein bisschen gucken wegen den Achievements. Claim you to level 30 from the first Challenge Hall Event. Okay. Claim Dark Persian. Also, es gibt ein paar Sachen, die ich schaffen muss, bevor ich die Münze habe. Claim Bill's Computer from the second Grr Challenge Hall Event. Defeat Ronald after having defeated two Grr Members. Okay. Defeat Ronald in Grr Grass Fortress. Defeat Ronald in either the Grr Fire Fortress or Grr Water Forest. Okay. Defeat Ronald in Grr Castle. Okay. Man kann, glaube ich, die Kämpfe gegen Ronald, meinem Rivalen, verlieren und es geht trotzdem weiter und ich muss die halt gewinnen. Okay, Fighting Club. Genau, es gibt diesen Typen. Es gibt Imakuni, heißt der. Das ist die Trophäe mit diesem Mickey Mouse da unter mir. Die so macht. Imakuni gibt's auch wieder, ja. If it isn't Leo. It's more serious than I thought. Every club has been burgled. Team Grr doesn't seem to be in this particular club at the moment. I've heard that there's been a sighting in the Rock Club. I barely have any cards to deal with it. Why don't we card pop? What? Card pop? Card pop. Es gibt hier Card pop. Was ist Card pop? Ronald will jetzt tauschen mit mir. Please line up both Game Boys. What? Okay, welche Karte habe ich hergegeben? Oder werden Karten generiert dadurch? Boah, das ging wahrscheinlich in Wirklichkeit auch. Man konnte damals einfach in Japan mit seinem Gameboy aneinander hingehen und hat Karten bekommen. Flop. Moment, Platscher heißt im Englischen Flop. Now to save my data. Your data was saved. Please go check out the Rock Club. Okay. Never heard of it. Yep, yep, yep. Imakuni heißt dieser komische Typ. Ich bin gespannt, wo der auftaucht. Lightning Club. Der ist neu, oder? Nee. Rock Club. Okay, ich mach kurz die Sachen, die ihr wolltet. Verox, hier ist deine Fusion. Oder auch nicht. Hier. Yeah. Eine neue Szene. Ich hatte es nicht drin. Wunderschön. Es ist tatsächlich ziemlich süß. Es ist... Warte, ich kopiere es rüber. Hier. Stopp. Und dann noch Who's That Pokémon für den Paco. Gleich spielen wir, Leute, gleich spielen wir. Who's That Pokémon? Das ist easy. Paco, das schaffst auch du. Wenn du Gen 4 gespielt hast. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Imakuni habe ich nicht gesucht, ich habe Bill gesucht. Aber Bill soll receive a Bill's computer from Ronald at the Game Center. Yeah, receive a Bill's computer from Ronald at the Game Center. Wo ist Game Center? Welches Game Center? Wir werden es rausfinden. Das hier ist, keinen von euch interessiert's. Das ist nicht Lauchzelot, das ist Haspiur. Das ist ein Haspiror. Haspiror, Entschuldigung. Okay, gehen wir rechts oder links? Game Center, Game Center, Game Center. Gibt es hier Game Center? Minicom. Es gibt hier, ich habe Few Card Catalog, Few Mailbox. Mailbox, we have new mail. Ronald, Reed. Okay. Muss ich jetzt alle lesen?
Autodeck Machine. Okay, es ist quasi ein Booster Pack. Mache ich das immer sofort auf? Ah ja, es gibt keine Animation, wie das aufgeht. Professor Diglett. Ja, die Karten, die kennen wir alle. OG-Karten. Das heißt, ich muss die Mails checken. Da sind oft Booster Packs wahrscheinlich drin. Wie das zum Beispiel. Gab's das Booster Pack? Die sind wahrscheinlich alle Japan Exclusive, die wir hier kriegen. Das sind nur Typkarten. Okay, Energy-Karten. Okay. Coins. Was ist Coins? Ah, das sind einfach auch Coins, mit denen ich den Flip machen kann. Okay. Mein Deck, mein Diary. Und wie speichert man? Im Diary? Ah ja, im Diary. Perfekt. Und das hier ist der Computer. Kartalbum, Check Deck Diagnosis, Printout. Ah ja, der gute alte Gameboy-Drucker. Okay, ich gehe jetzt hier. Look at that, Gene. It seems you're about to lose. This place will soon be under the control of Team Grrr. But you see, I'm Gene. I show you why they call me the Rock Club Master. Save yourself the trouble. Fall to your knees and respect me, Grrr, number one. Wie sprechen wir das aus? GR? Grrr? Ah, but you're so inexperienced. I won't do anything of the sort. Gar impossible. Okay. Er haut einfach ab. Stell ihm doch ein Bein. Okay, er hat aufgegeben. Ja, ich bin der Schüler von Dr. Mason. Er hat es geschafft, Grr abzuhalten. Please help all of the other clubs by taking down Team Grr. Kann ich nicht gegen dich kämpfen? I made a deck that makes Grr number one's deck look weak in comparison. Are you ready to fight against Gene, the Rock Club Master? Okay. 6 Prize Cards? Das ist Professor Eich, Mann! Es ist doch einfach nur Professor Eich. Und die Musik hier war so geil. Wie kreativ man sein musste, um mit so wenigen Tönen, mit 8-Bit, war das 8-Bit oder 16-Bit? Alter. Okay, coole Hand. Es ist tatsächlich eigentlich eine ganz coole Hand. Solange er jetzt nicht meinen Charmander sofort umbringt. Hallo, das Fernlicht. Coin Toss. Wer darf anfangen? Chancy. Ich darf anfangen. Wie funktioniert das Spiel? Was ist das für ein Onyx? Dieses Onyx will einfach nur... Was ist das für eine hässliche, widerliche Onyx-Karte? Wäh? Ich weiß die Wechselwirkung 0. Also ist zufällig Feuer gut gegen Kampf? Es gibt keinen Stein. Das ist Kampf. Onyx ist hier Kampf. Und jetzt muss man einfach so viel Energie auf sich legen, wie nur geht. Ich hoffe, ich ziehe noch andere Pokémon. Und dann kann ich scratchen, was natürlich in Realität sehr schlecht wäre, aber hier wahrscheinlich einfach 10 Schaden macht. Und das hat 10 Schaden gemacht. Und... Eigentlich sollte Kampf nicht gut sein gegen Feuer. Ich glaube, nur Wasser ist gut gegen Feuer. Und gegen Kampf, ich weiß nicht, was gut gegen Kampf ist, aber wahrscheinlich nicht Feuer. Er hat schon 2 Pokémon auf dem Feld. Keinen negativen, keinen positiven. Nee, jetzt nicht paralysieren. Fuck. Bin ich jetzt ernsthaft paralysiert? Jetzt muss ich jedes Mal eine Münze werfen, ob ich angreifen darf, ne? Oh. Sheet. Kann ich die Karte anschauen? Ich will die Karte anschauen. Ich brauche 3. Okay. Was ist das eigentlich für ein... Was? It's not possible while paralyzed?
Ah nein, jedes Mal muss ich eine Münze werfen, ob ich nicht mehr paralysiert bin. Oh, was ist Pokémon Power? Was ist denn Pokémon Power? Das ist neu. Dann. Ich meine, ich kämpfe auch gerade first. Einfach. Mein erster Kampf ist gegen den Arenaleiter direkt. Nein! Nein! Aber meine Paralyse ist weg. Glurak hat Pokémon Power. Okay. Ja, ich habe einen Mushock. Oh, ich habe eine Potion. Machen wir. Zeig mir nochmal bitte mein Flamethrower. Aber Flamethrower ist doch wahrscheinlich. Ja, ich muss eine Feuerenergie weglegen, um Flamethrower zu machen. Aber 50. Erstmal heile ich meine 20. 50 bringt es leider gerade so nicht um. Also ich könnte noch eine Runde warten, aber es lohnt sich eigentlich nicht. Ich muss es entwickeln. Ich entwickle es mal. Level 32, seit wann stehen da Level? Stehen da schon immer Level? Naja, weil es wäre wahrscheinlich besser gewesen. Wobei, es ist egal. Passt schon. Flamethrower, eine Feuer weg. Da guckst du jetzt, Mr. Professor Eich. Man kann der mal, der hat dreimal hintereinander einfach Kopf gewürfelt. Ein Fukano. Okay. Ich habe schon mal einen Vorteil. Ah, und ich kann einmal. Kann ich die ganze Zeit die Pokémon Power anwenden oder nur einmal? Ich habe wieder einen Glumanda gezogen. Let's go. Jetzt hat er Rihorn. Ah, es hat auch 60, Mann. Mach doch ein Pokémon rein, was 50 hat. Dann bin ich sofort weg. Ja, genau. Professor Eichkart. Mhm. Jean. Ja, Jean. Er hat die Professor Eichkarte. Ich brauche mehr Pokémon. Gott sei Dank. Ich darf angreifen nächste Runde. Wie nett. Dann. Aber wenn ich jetzt die Feuerenergie, aber ich kann die. Was ist Growlithe? Was kannst du? Oh, wie geht es? In Play Area, You Play Area, Glossary. Was ist? Oh Gott, ist das umständlich. Hier. Okay, du machst 20 Schaden. Dann gebe ich dir eine Kampfenergie, Fukano. Und dann mache ich hier Flamethrower. Und du bist fast tot. Wie, er hat jetzt einen Rizeros? Oh, ich überlebe es. Und dann ist er weg nächste Runde. Ich besiege einen Rizeros, ey. Ich würde gern heilen mich irgendwie. Weg mit dir. Ich besiege jetzt first. Mein erster Kampf wird direkt ein Arenaleiterkampf-Win. Schon zwei Preise gewonnen. Und dieses Tragost ist einfach weg, wenn ich nur eine Attacke machen darf. Jean denkt nach. Was ist das? Was ist Snivel? If the defending Pokémon attacks Cubone during your. Ach, das ist das, wo diese hässlichen Tränen rauskommen. Ja. Diese viel zu süßen Tränen. Ich weiß jetzt nicht genau mehr, was Tränen machen, aber mein Glutexo wird diesen ganzen Kampf einfach rocken. Was heißt dieses Flamethrower? Oder? Ich muss nichts machen. Dieses komische Geheule. Nein, das macht 20 weniger? Was, dieses dumme Heulen? Ja, und jetzt ist es ein Knogger. Aber das zählt jetzt nicht für immer, dieses 10 weniger Schaden, 20 weniger Schaden. Noch mehr Rang, ey. Bin ich verwirrt? Ich habe einen Dickter. Ich
weiß nicht, ob ich... Ich muss aber. Ich weiß nicht, ob ich muss. Muss ich? Nein, passt schon. So. Ich kann nicht angreifen. Wegen der... Wegen dem Knochmerang. Was ist das denn für eine Regel? Das ist ja voll übertrieben. Gut dann. Okay. Knogger, los. Ich habe immer... Ich finde sowas halt digital als Spiel viel geiler. Weil wenn ich... auf diese, wenn ich TCG in Wirklichkeit spielen würde, so hands-on, mit den Händen, so wirklich, so mit den Karten. Ich würde das doch alles, du musst dann ewig diese Attacken durchlesen und da darfst du das nicht vergessen und hier wird das alles für einen gemacht. Ich darf wieder nächste Runde nicht angreifen. Wenigstens machst du nur 10 Schaden, aber es wäre cool, wenn ich mal dieses Knogger einfach zerstören dürfte. Professor Eich. Oh, endlich habe ich mal was für mein Maschok. Ding, ich kann nicht angreifen. Bitte. Bitte, ich will jetzt nicht draufgehen. Wegen dreimal nicht angreifen dürfen. Was ist das? Geodude evolved into Graveler? Warum ist es lila? Ich meine, ich sehe das Georock, aber es ist lila und sieht aus wie Smogon. Ich habe immer Pech und ziehe doofe Karten. In Teil 1 habe ich 3 Orden und komme absolut nicht weiter. Ach komm, Sophie, du schaffst das. Du musst halt irgendwann hast du Glück. Bitte nicht. Gott sei Dank. Fast hätte mein Glutexo verloren. Jetzt darf ich es angreifen. Was für eine Kackkarte, ey. So ein Kackangriff, meine ich. So, Flamesroar. Slash reicht ja leider nicht. ...3:0 immer noch. Aber er kann mich immer noch krass vernichten, wie zum Beispiel mit diesem elendigen, krassen Georock jetzt. Stone Barrage. Flip a coin until you get Tails. Okay, wenn er jetzt direkt Tail kriegt, macht er keinen Schaden. Fuck. 40. 60. Boah. Ich meine, das geht auch nicht für immer, oder? Also ich kann jetzt nicht 10 Mal werfen oder so. 60 Schaden. Aber gut, irgendwann musste Glutexo auch mal auf die Bank. Du darfst dich jetzt ausruhen, Glutexo. Ja, darf ich zuerst, bevor ich die einsetze, checken? Nein, okay. Der kann mich einfach mit einer... Wobei, vielleicht kann er jetzt gar nicht angreifen gerade. Ich habe sogar 2 mit Chokes. Was ist denn das? Ich brauche viel zu viel. Und ich glaube, die zweite Attacke... Okay, ich mache Karateschlag, fügt so viel Schaden zu, minus wie viel Schaden ich selber habe. Und hier kriege ich 20 Schaden selber. Ja, cool. Ich kann halt nicht wirklich was machen. Was ist denn Charge? Ach, ich muss überprüfen, ob ich die Attacke überhaupt machen darf. Okay, warte, immer wenn das Scharniere mich anschaut, dann wird's Kopf. Jetzt, 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 jetzt. Ah. Ja. Jetzt, dieses Georock wird mich vernichten. Weil er jetzt einfach die ganze Zeit Kopf wirft. Und er währenddessen seine ganzen anderen Pokémon einfach vorbereitet. Ey, kein Schaden, okay. Eine schöne Nullerrunde. Ach, stimmt, das TCG-Spiel gibt es inzwischen auf der Switch. Stimmt. Ich habe halt auch keine Energiekarte mehr gerade. Jetzt ziehe ich die Pokémon. Vorhin kamen die ganzen Energiekarten und jetzt ziehe ich die Pokémon. Unfassbar. Weit. Wenn ich jetzt die ganze Zeit keinen Schaden mache, weil ich es nicht schaffe, Kopf zu würfeln, dann ist es etwas. Professor Eich, wie er sich Gene nennt. Vielleicht ist Gene sein englischer Name und nicht Professor Oak. Diese Attacke für 2 Kampfenergien ist viel zu krank. Stopp, stopp, stopp. Okay, ich lebe. Ich lebe nicht. Ich habe nur 40 KP.
Vulcano. Ich bin immer noch voraus. Ich habe 3 seiner Karten. Gott, wie lang diese Kämpfe hier gehen. Normalerweise kämpft man nur um 4 Karten, glaube ich. Ratata, ratata. Okay, wenigstens mache ich jetzt simplen, einfachen Schaden. Er muss jetzt einfach Zahl würfeln und ich habe ihn. Dieses dumme Gerock musst du weg, ey. Bitte, bitte, nicht, nein, stopp. Oh. Mariko hat gestern gesagt, dass die Flips hier, die Münzwürfe, unfair sind. Woran hast du das festgestellt? Also, warum? Hallo Gameboyland.de. Hallo. Okay, wenigstens simpel, einfach 20 Schaden. Jetzt kommen seine anderen krass vorbereiteten Pokémon wahrscheinlich. Okay, jetzt kommt wieder Cubone, Tragosso. Ziemlich nervig, wenn er jetzt seine Heulattacke die ganze Zeit macht, weil dann mache ich, glaube ich, 0 Schaden, ne? Aber es macht Rage. Okay, und es macht mehr Schaden, umso mehr es selber Schaden hat. Also es wird jetzt gleich 30 Schaden machen, wenn ich es mit 20 angreife. Oh mein Gott, ich habe endlich eine Energie. Aber wie viele Feuerenergie ich auch nicht verschwendet, aber ausgegeben habe wegen Glutexo. Mir kam es komisch vor, dass der Gegner so oft Kopf hatte und dann habe ich gegoogelt. Der Münzwurf richtet sich nun nach, warte, ich suche es raus. Wie, nach was richtet sich der Münzwurf? Oh Gott, ob man am Gewinnen ist oder nicht. Wenn man am Gewinnen ist, dann macht der Gegner nur Kopf die ganze Zeit. Er hat wieder einen Georock. Oder? Nee, ich glaube, er hat einen Kleinstein. So, das macht jetzt 30 Schaden. Ja. Das macht aber nichts. Ich habe so geile Pokémon, aber keine Energie. Krank. Also, hätte es ein bisschen besser mischen können. Okay. Ich muss noch 2 von seinen Pokémon besiegen, dann habe ich gewonnen. Nee, nur noch 1. Oh mein Gott. Erster Arena-Leiter gleich futsch, ey. Aber jetzt macht er mich futsch, oder? Nein. Er hat auch keine Energie mehr. Er ist auch am Ablosen. Wenn ich 2 Kampf habe, kann ich dann mit dem hier angreifen? Nee, ne? Hm. Okay, dann lasse ich die Energie erstmal, oder? Ich sollte... Sind das meine? Nee, das sind seine. Nee, das sind meine. Leos Play Area. Okay, ich habe einen Charmander und das kann Ember. Okay, dann gebe ich Charmander die Kampf. Und dann, wenn er mich jetzt umbringt und ich hole Glumanda, dann ist sein Kleinstein weg und ich habe gewonnen. Ganz einfach. Kill me, Professor Eich. Er zieht auch keine Energie. Er kann nicht angreifen. Musik ist so gut von diesen Kämpfen. Aber ich glaube, die Musik ist nur so bei den krassen Kämpfen. Oh, er kann auch Stone Barrage. Ha, und er kann nicht. Er darf nicht. Das heißt, die Attacke ist die gleiche. Wahrscheinlich macht sie 10 Schaden pro Kopf. Switch. Wir brauchen keinen Switch. Wir holen uns den Win. Erster Kampf, erster Arenaleiter. Winning. Ha, ich bin voll gut. Ist ja bestimmt nicht der einfachste Arena, Leute. Also, hallo Magical Fails. Hallo. That's indeed power enough to defeat the Grandmasters. Take this, my Grr Number 1 KO deck. It should prove useful for dueling Grr Number 1. Also, take this gift from me. Ich hab die Kabuto Coin. Ey, das ist unser erster Achievement, oder? Ja, Kabuto Coin. Event Coin 1. Your luck may change if you switch out your coin for this one. Wie? Haben die Coins was zu tun mit wie oft ich was? By all means, please use it in your duel against Grin Number 1. At the moment, Grin Number 1 seems to have retreated to the Fighting Club. Okay, Fighting Club.
Lediglich Züge wie Münzwurf oder angelegte Energiekarten wurden der Funktion des Systems angepasst. Das heißt, Münzwürfe bleiben immer gleich. Anders als in der Wirklichkeit entscheidet also nicht der Zufall, sondern der Vorteil des Gegenspielers. Was? Münzwürfe bleiben immer gleich. Anders als in der Wirklichkeit entscheidet also nicht der Zufall, sondern der Vorteil des Gegenspielers. Also so wie ich gesagt habe, tatsächlich, wenn ich, es ist quasi wie in Mario Kart. Wenn du vorne bist, können die anderen immer aufholen. Wenn du hinten bist, kannst du auch die ersten immer aufholen. Das heißt, wenn ich hinten bin, habe ich bessere Würfe und wenn ich vorne bin, habe ich schlechtere Würfe. So, ich muss nochmal die Trophy-Liste anschauen. Vielleicht verstehe ich das jetzt besser. Okay, also ich muss Ronald im Game Center besiegen vor der GR Fighting Coin. Hat er nicht gerade gesagt, der Typ ist im Fighting Club? Da kriege ich dann wahrscheinlich die Fighting Coin. Weil gerade habe ich die Kabuto Coin bekommen. Thunder Coin, Water Coin, Psychic Coin, Psychic Coin. Defeat Ronald after having defeated two GR members. Defeat Ronald in the GR Grass Fortress. Okay, okay, okay. Ich muss nur aufpassen auf die verpassbaren Trophäen. Wollen die auch alle kämpfen? Okay, nein, ich kann jetzt nicht. Ich muss irgendwann alle wahrscheinlich besiegen wegen den Karten. Aber ich kann jetzt nicht. Kann ich jetzt mein Deck einfach wechseln auf dieses hier? Und das ist jetzt... Oh Gott, die Übersicht von Decks war hier schon so schlimm. Was bringt mir diese Übersicht? Einfach Textübersicht. Was ist denn das für ein Deck? Kampf. Also es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf- und Pflanzendeck. Aber er hat gesagt, damit besiege ich... Er hat gesagt, damit besiege ich das, das Team. Select Deck. The Grill Number 1 KO Deck. Das hat dich ein bisschen genervt. Ja, aber es sorgt halt wahrscheinlich dafür, dass du sagst natürlich, ah, ich war immer vorne und dann hatte der andere so viel Glück. In Wirklichkeit, wenn du hinten bist, ist es wahrscheinlich angenehm, dass du dann mehr Glück hast. Wenn es so ist, wenn ich das so richtig verstanden habe. Na gut, dann speichern wir jetzt einmal. Ich guck mal kurz, ob ich jetzt schon Ronald irgendwo finde, weil vielleicht hat er ja jetzt... Aber was ist denn dieses Game Center, wovon die immer reden? Wo triff Ronald im Game Center? Welches Game Center? Ishiharas Haus, Challenge Hall, Pokémon Dome. Fire Club, 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 Airport, Fighting Club, Mason Laboratory. Mehr gibt's hier nicht. Hatte ich nicht auch früher mal ein Haus, wo ich drin gelebt habe? Game Center. Mariko, wo ist das Game Center? Ansonsten gehe ich jetzt zu dem Fighting-Ding, aber da stand, dass ich Ronald besiegen muss vor dem Fighting Center, vor der Fighting-Münze. Fighting Club, Lightning Club, Rock Club, Challenge Hall. Ronald. Wo ist Ronald? Na gut, dann ich habe gespeichert. Ich gehe mal in den Fighting Club. Da soll jetzt Grill Number One sein. Was bist du für ein alter Mann? Senior, I'd like to trade cards, but I'm a little embarrassed about it. No one seems to talk with me, so I've had no opportunity to trade. I'd like to have the rare card Hitmonlee. In exchange, I'll trade you a Mewtwo Level 60. Ja, ich habe aber kein Hitmonlee. Okay. Stimmt, hier hat niemand halt Karten mehr. Deswegen ist es krass, dass da noch einer eine Mewtwo-Karte hergeben will. Aber Clubmaster Mitch was defeated by Grin Number 1. All of the Fighting Club's cards were also taken by Team Grr. Jessica told me they've done the same at all of the other clubs. Now it's impossible for us to fight back against Team Grr. I beg you, please defeat Grr Number 1. Yes. Take on Grr Number 1 though. Have a duel with me. Okay. Give you a few new cards. Okay.
Lass mal gegen Michael kämpfen. Hallo, Ronny. Michael. Das ist nur ein junger Rocco. Ein noch jüngerer Rocco. Stimmt, das ist die normale Musik. So, ich habe jetzt das Team Grill Vernichter. Oh, es ist alles voller Pokémon wieder. Okay. Machen wir lieber Onyx oder Tangela? Also er wird... Kann ich die Karten anschauen wenigstens vorher? Ja. Okay, Weakness, Feuer. Hat Kampf keine Grasschwäche? Doch, oder? Ja, da, hier steht Weakness, Gras. Du auch? Ja, okay, das heißt, ich nehme mal Tangela als erstes. Aber Tangela braucht halt auch Pflanzen. Ich habe eine Pflanze, okay. Wir nehmen Tangela. Okay. Please place 4 Prize Cards. Moment, aber hätte ich jetzt die Kabuto-Coin auswählen sollen? Der hat irgendwie gesagt, manche Münzen haben andere Fähigkeiten. Aber es kann doch nicht sein. Das ist doch nur zum 50-50 entscheiden. Bind und Poison Powder. I'm done. Ich glaube, der braucht 2 Kampfenergien, um Low Kick zu machen. Habe ich recht? Nope, er braucht nur eine. Verdammt. Außer Eichkarte ist so insane. Noch ein Tangela, Nidoran, Geo, Kleinstein. Was für eine Kleinsteinkarte ist das? Energy Surge. Okay, auch gut. Habe ich schon Energy eingesetzt? Ja, ne? Okay, dann mache ich jetzt Bind. Ist es Wickel? Paralysis Check. Okay. Please. Please. Yes. Er kann nicht angreifen. Michael, Michael, Michael. Du bist vernichtet. Okay, er hat einen fucking Mashok. Aber mit Mashok tut er sich immer selber weh oder er macht weniger Schaden, umso mehr Schaden er hat. Das ist kein Problem, das wird großartig. Und ich könnte es jetzt noch nicht vergiften. Was passiert bei Vergiften? Aber auf der anderen Seite, er macht 50 Schaden, wenn ich jetzt 40 gebe, das heißt, er macht nur noch 10 Schaden, das heißt, er kann mich nicht mehr umbringen. Okay, und wenn ich ihn jetzt auch noch paralysiere, dann ist alles mega geil. Jawohl! Das heißt, er kann gleich keinen Schaden mehr machen, weil er mehr Schaden hat, als er Angriff machen kann. Michael denkt nach. Aber nicht stark genug. Okay, ich habe nicht beachtet, dass er sich heilen könnte. Hä, hat er gerade die Paralyse geheilt, der Trottel? Paralyse hört doch sowieso nach einer Runde auf. Er hat meine Paralyse gerade geheilt. Was macht der Pokédex nochmal? Look at up to 5 cards from the top of your deck and rearrange them. Ja, ja, okay. Ich habe keine Pflanzenenergie mehr. Ich kann kein Poison Powder machen, aber ich kann Energie searchen. Yes, yes, yes. Hast du schon öfter Pokémon Trading Card gespielt? Nein! Als Kind habe ich halt den ersten Teil hiervon ohne Ende gespielt. Aber jetzt muss ich erst wieder reinkommen. Aber meine Paralyse vorhin hat nur eine Runde gehalten. Also warum hat er gerade Hyperheiler gemacht? Wollt ihr noch meinen Eindruck bestätigen? Was denn? Ich bin voll gut. Ich habe gegen den ersten Arenaleiter gewonnen. First try. Mein allererster Kampf. Was macht Poison Powder? Soll ich lieber Bind machen? Aber Poison Powder vergiftet und dann kriegt er mehr Schaden. Aber er selber kann mir gar nicht so viel Schaden machen. Ich glaube, ich mache Paralyse. Yes. Oh mein Gott, ich bin so gut. Michael stirbt. Hör auf, dich zu heilen, Michael. Michael. Okay, er benutzt einfach sein... Ach so. Er macht kein Item, sondern diese Animation kommt jedes Mal automatisch. Okay. Das war kein Item. Und nochmal Robi ins Team. Bastjo, Bastjo, Bastjo. Und dann geben wir mal... Onyx. Onyx. Was ist der Unterschied zwischen Onyx Level 12 und 18? Das sind einfach andere Karten, gell? Rehorn.
Kannst du jetzt aber bitte mal raufgehen endlich? Shit! Hallo Wanderer! Okay, jetzt wird's gefährlich. Aber er kann mir eigentlich keinen Schaden machen, außer er macht diese krasse... Wenn er die krasse Attacke macht, bin ich weg, aber dann ist er auch weg. Wenn er die nicht so krasse Attacke macht, er bereitet all seinen anderen Pokémon vor. Die sind tatsächlich... Diese KI hier ist echt nicht doof, oder? Rihorn, Hornattacke 30. Onix. Rock Throw und das andere Onix. Da hättest du die gleichen Onixe. Das eine ist 12, das andere ist... Ich bin blöd. Ach, das 18 gilt auf das Pokémon da drunter. Okay. Okay. Hey. Okay. Darf ich dich jetzt umbringen, bitte? Endlich. Ist das das Erste? Ist immer noch das Erste. Manchmal dauern die Kämpfe so lang. Nochmal einen kleinen Stein. Wir sind Level 12. Ja, das Level steht auf der Höhe vom Namen. Ich habe es auch als Kind das letzte Mal gespielt und bin gerade schon auch begeistert von den Gegnern. Das ist aber der zweite Teil. Es kann sein, dass sie hier die KI nochmal verbessert haben. Weil er macht ja gerade absichtlich, hat er seinem Mashok nicht Energie gegeben, weil er mit Mashok nicht angreifen kann. Also es wäre schlecht, mit Mashok anzugreifen. Deswegen hat er ihm keine Energie gegeben. Das ist für ein 1999-Spiel schon echt, finde ich, nicht schlecht. Okay, du machst 30 Schaden, schade. Aber machst du dir auch selber Schaden, weil das eine krasse Attacke war? Nein? Okay. Fair. Fair, fair. Also in meiner Welt ist ja Kampf gut gegen normal, aber nicht in dieser Welt. Rock Throw Harden. Ich will nicht Harden, aber... Es ist schon krass, wie schlecht Onix eigentlich ist. Onix hält viel aus, aber macht immer nur 10 Schaden. Was können wir denn noch machen? Okay, ich sollte mal... Habe ich irgendwelche Entwicklungskarten in diesem Deck überhaupt? Ich sollte eigentlich schon Tangela im Team haben, weil... Gute Attacken und so. Ja, ich finde ich nice, dass er sieht, wenn es sich lohnt, eine Karte abzustoßen. Ja, kann man mal überlegen, TCG 1 auf der Switch zu spielen für die Nostalgie? Auf jeden Fall. Beziehungsweise den zweiten Teil. Es gibt die Fan-Translation. Aber... Nee, Trading Card ist ein Game Boy Color-Spiel. Das sollte ganz normal bei der Switch dabei sein. Du brauchst nicht den Extra-Modus, ne? Weil es ist kein GBA-Spiel. Ratata. Nope. Achso, das war plus 20 wegen dem Münzwurf. Wow. Jetzt hat er wieder Sacken Glück, weil ich im Vorteil bin. Michael, 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 du kleiner Cheater, ey. Soll ich diese Harden-Attacke machen? Was bringt die? During your opponent's next turn, whenever 30 or less damage is done to Onix, prevent that damage. Das heißt, wenn ich Harden mache, kann der Gegner mir nichts tun. Also in dem Fall. Aber ich kann halt auch nicht angreifen. Aber ich kann es halt benutzen, um andere Pokémon vorzubereiten. Machen wir das. Horn Hazard. Der macht 30 Schaden nur mit einer Pflanzenenergie? Gib ihn. Mein Bench ist voll. Nein. Scheiße. Okay, das war's. Aber ich kann mir den Pokédex anschauen. Oh, ich muss die gar nicht rearrangen. Das ist ja großartig. Wenn mein Nidoran auf dem Feld wäre. Aber das kann ich wenigstens Tangela geben. Nee, es passt so. Die Pokédex-Karte war komplett sinnlos. Ich habe dadurch nur erfahren, dass es bereits großartig ist, was ich bekomme. Dann, mache ich jetzt noch Rock Throw, bis es gefährlich wird und dann kann er mir nicht mehr wehtun, wenn ich immer Harden mache. Oh, es ist eine Weakness! Es ist eine Weakness! Uh-oh. Uh-oh.
Nein. Stopp. 20? Okay, 20 ist okay. Hast du auch eine Schwäche gegen meinen Kampf? Sag mal. Du hast auch eine Schwäche gegen mich. Stirb. Also fast. Und danach mache ich Harden und er kann mir nicht mehr wehtun. Er kann mir halt dann echt nicht mehr wehtun. Oder muss ich jedes Mal eine Münze werfen? Moment mal. Muss ich eine Münze werfen bei Härtner? Das wäre gemein. Es kann Superfang. Okay. Aber Superfang. Das war jetzt zum Beispiel dumm, weil Superfang macht genauso viel Schaden wie sein normaler Biss. Er hätte vorhin Superfang machen sollen, aber da konnte er noch nicht. Okay, jetzt muss ich hier Harden machen. Und die ganzen Energiekarten abwarten, dass mein Tangela saustark ist. Eben, ich kann jetzt einfach... Dieses Onyx ist nicht besiegbar, solange du nicht mehr als 30 Schaden machst. Deswegen greift er noch nicht mal an. Kluger Michael, kluger Michael. Ich muss mir meine anderen Pokémon kurz anschauen. Rihorn. Was ist denn leer? Flipper Coin. Ah, wenn ich Kopf kriege, dann kann der Gegner nicht angreifen. Und Raupi kann 10 Schaden. Onyx. Ah, Hornattacke 30. Das würde halt 60 Schaden machen gegen die normalen Pokémon von ihm. Okay. Harden. Hallo Beast. Pflanzenenergie. Großartig. Damit kann ich jetzt Poison-Giftpuder machen. Und jetzt mache ich noch einmal Harden. Das Problem ist, er bereitet halt seine anderen Pokémon auch alle vor, während hier nichts passiert. Er darf 7 Karten ziehen, was einfach nur eine Unverschämtheit ist. In dem neuen Teil hier, das war glaube ich auch nicht im ersten Teil, oder? Da verändern sich die Trainer- Felder. Also, der Hintergrund von Michael ändert sich die ganze Zeit. Ich würde ja trotzdem angreifen, einfach. Ja. Jetzt habe ich noch eine dritte Karte für Rihorn. Und jetzt bin ich echt stark. Jetzt habe ich 2 Pokémon, die ihre vollen Attacken machen können. Das heißt... Wir beenden jetzt mal diese... Es tut mir sehr leid, dass ich das jetzt so herausgezögert habe, Michael. Aber so ist das Spiel, so ist das Leben. Radikal beißt einfach in ein Onyx. Alle Zähne fallen aus. Aber es besiegt mich. Und ja, jetzt kann ich 60 Schaden machen gegen ein Radikal. Und ich muss noch nicht mal irgendwas machen dafür. Boom. Evoli kriegt jetzt auch direkt 60 Schaden. Was ist gerade passiert? Irgendwie hat er gerade Evoli 40 Schaden gegeben. Für was? Für sein Porygon? Irgendwas hat Porygon gemacht, dass Evoli 40 Schaden bekommen hat. Ich habe zu schnell weggedrückt. Auch wieder unfair. Zum dritten Mal macht sein riesiges und sein Tackle oder sein was auch immer die vollen Schaden. Ich kann jetzt mal Nidoran einsetzen. Und du bist sowas von weg. Aber was ist mit diesem Porygon passiert? Er hat gegen ein anderes Evoli getauscht? Echt? Aber das ist doch dumm. Er wollte sein... Aber er hat sein Evoli eingesetzt und dann gegen ein anderes Evoli getauscht. Das war ja richtig Quatsch jetzt. Okay, jetzt wird's blöd. Den werde ich jetzt nicht besiegen. Aber wir haben genug Zeug. Ich meine, ich kann switchen. Ich will nicht. Weil es eh tot wäre, sollte er das genommen, dass eh fast tot war. Nicht dumm.
Nee, das, ich meine, das Dumme war, er hat auf ein neues Evoli gewechselt. Und dann hat er, glaube ich, eine Fähigkeit oder irgendwas eingesetzt, um auf sein altes Evoli zu wechseln. Er hätte direkt, weil zuerst hat das Evoli, was er eingewechselt hat, hatte keinen Schaden. Aber es kann sein, dass die Schadensanzeige verzögert ist. Kann sein, dass das mich verwirrt hat. Dass wenn du ein Pokémon einwechselst, hat es immer erst 0 Schaden und dann wird erst kalkuliert, dass es ja von vorhin noch 40 hat. Vielleicht war es ein Anzeigeding. Weil zuerst hat es keinen Schaden. Nein. Aber das ist okay. Mach ich jetzt Tangela? Tangela kann halt diese geile Paralyse. Aber Nidoran macht... Kann ich vorher checken? Nein. Das ist gemein, dass ich das Pokémon nicht checken kann in dem Auswahlbildschirm. Aber du gehst drauf. Und ich habe gewonnen, oder? Oder? Ja. Nidorino, cool. Dun, 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 dun. Was kriege ich von dir? Ein Booster Pack Bitatam. Oh, mit Hypno drin. Galoppa, Starmie. Ob die random sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist alles geskriptet, was in den Packs drin ist. Zumindest die, die ich von den Trainern kriege. Ich wollte mich gerade heilen. Ich wollte gerade heilen gehen. Okay, speichern wir mal immer zwischendrin, falls ich irgendwo einen Fehler mache. Ich will immer noch wissen, wo die Game Corner ist. Da steht er echt, da steht er. Mein Problem ist jetzt, hier steht, also wenn es irgendjemand von euch weiß, hier steht, ich muss Bills Computer von Ronald bekommen, meinen Rivalen, bevor ich die GR Fighting Coin bekomme. Wir sind gerade im Fighting, in der Fighting Arena. Ich habe Angst, dass ich von dem jetzt die Fighting Coin bekomme und ich davor eigentlich gegen Ronald kämpfen muss. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Ronald at the Game Center. Ich google kurz. Wo ist Ronald at the Game Center? Where is Game Center? Game Center. Wie sieht es aus? Ich will mich nur erinnern. The Game Center can earn coins by playing slot machines. In the Game Center, mark or mint. Ja, wo ist es? Wo ist das Game Center? Habe ich das noch nicht freigeschalten? Game Center Layout. Das ist ein komplett blauer Raum einfach mit so Zeug. Es kann halt echt sein, dass ich das einfach noch nicht freigeschalten habe. Ich gehe noch einmal ganz kurz raus und gucke, ob ich blind bin. Gibt es heute keine Spirits? Doch. Können die sie nicht machen? Ach, die habe ich gestern ausgestellt wegen dem Kack da. Aber wollt ihr unbedingt Spirits? Ich will keine Spirits. Grass Club, Water Club, Airport, Game Center. Ich schätze einfach mal, dass das Game Center noch nicht freigeschalten ist. Hallo Nick. Ich glaube, es ist noch nicht freigeschalten. Dann besiegen wir jetzt Grr1. Nick, danke schön für ein Jahr. Du hast jetzt den Meisterball vor deinem Namen. Siehst du das? Sechs Stück schon wieder, ey. Oh, neue Musik. Dein Spirit ist heute Gengar. F-
Fast hättest du mich jetzt dazu gebracht, dass ich es einfach nur mache, um dir zu zeigen, dass du nicht Gengar bist. Tangela war echt gut letztes Mal, aber Onyx kann halt direkt angreifen. Weil ich habe keine einzige Kampfenergie und Onyx braucht doch eine Kampfenergie, oder? Ja. Rihorn braucht 3. Diglett, was brauchst du? Auch? Geil, ne? Ich habe wieder keine Kampfenergie einfach. Aber Onyx hält viel aus. Ich rufe mal Onyx in der Hoffnung, dass ich dann direkt eine Kampfenergie ziehe. Und Tangela kriegt dann, wird dann die ganze Zeit trainiert. Okay, das hier ist das Deck, um den zu besiegen. Mal schauen, wie viel Professor Euch mir da versprochen hat. Cool. So viel Gras. Chill. Chill, Grin Number One. Okay, der ist Elektro. Aber das ist nice. Der kann mir eigentlich nicht viel wehtun, oder? Halbiert es immer? Was? Warum? Warum? Was? Onyx ist nicht, weil Onyx nur Stein ist. Onyx ist nicht resistent gegen Elektro. Okay, wenigstens habe ich eine Energiesuche bekommen. Dann kann ich jetzt ein Fighting aussuchen. Und dann kann ich jetzt Onyx das hier geben. Und dann kann ich jetzt wenigstens mit Onyx angreifen. Und macht hoffentlich doppelt Schaden. Jawohl. Ist Onyx Rest gegen Normal? Also, ja. Maybe. Okay, er hat sich direkt mal geheilt und seinen Jurob eingesetzt. Das ist halt jetzt blöd. Denn das ist meine Schwäche, oder? Wasser. Okay, also weiß ich jetzt gar nicht, was passiert ist. Aber ich habe einen Georock. Mein Tangela ist ready. Ich greife mal weiter an und mal schauen, was passiert. Hat der eine Resistenz? Cool. Was ist das für ein Deck, das mir da geschenkt wurde? Das Deck heißt das Deck, um Grin Number One zu besiegen. Ich habe nur Schwächen die ganze Zeit. Einfach Yugong jetzt da. Habe ich einen Kleinstein? Nein. Ich muss mir kurz mal alles anschauen, was das hier, was hier ist, ey. Der Gegner hat einen Yugong und dieses Yugong hat die Weakness Elektro und kann einfach 30 Schaden. Und Voltaball hat Weakness. Ja, Voltaball hatte die Weakness. Du hast auch die Weakness. Und mein Onyx hat die Weakness Gras. Okay, wenigstens das. Okay, die haben alle Weakness Gras. Alles gut. Dann, Soll ich retreaten? 3 kostet es, um ein Onyx zu retreaten? Dann halt nicht. Was für ein süßes Magnetilo. Es kann Aurora. Confusion Check. Natürlich. Kann ich trotzdem verwirrt werden, wenn ich jetzt Härtner mache? Also langsam reicht es mir mit denen. Mit diesen Pflanzenenergien. Harden. Confusion Check. Finish the turn without attacking. Okay, das heißt, er will mich nicht verwirren. Das also geht es vielleicht gar nicht, wegen Härtner. Ich habe einen Kleinstein gezogen, jawohl. Was machst du? Du hast Rock Throw. Das ist ein anderes Gerog als das, was der vorhin hatte. Oh Mann, das andere war cooler. Wobei, hier kann ich einfach 40 Schaden machen, fix. Ich brauche nur 2... Kampfenergien auf den Harden. Ach, ich bin immer noch verwirrt. Es verwirrt. Wie? Verwirrt es für immer? Gott sei Dank. Ich trainiere jetzt meinen Georock.
Und dann mache ich dieses Dugong fertig. Caterpie. Ich höre hier sehr taktisch, ey. Oh. Vielleicht, Moment, jetzt hat mein Härtner auch nicht funktioniert. Oh, shit. Oh, ist das doof. Verwirrt sein ist sehr kacke. Okay, aber dafür kann ich dich jetzt mit dem hier fertig machen. Willst du Poison Powder? Ich weiß nicht, was Poison Powder macht, eigentlich. Defending Pokémon ist now poisoned. Okay, also ich muss noch nicht mal irgendwas werfen. Na dann. Be poisoned. Aber auch 20 Schaden, bitte. Und dann jede Runde 10 Schaden extra. Oh, wunderschön. Es ist nächste Runde weg. Machst du 40 oder 50 Schaden? 40 macht Aurora-Strahl, glaube ich. Oh nein. Das hat sein Yugon geheilt. Okay, das macht nichts. Ich vergifte dich jetzt einfach auch und dann bist du auch weg. Ich ziehe keine Kampfenergien, Mann. Ah, ich hätte Paralyse machen sollen. Das macht genauso viel Schaden und er hätte vielleicht nicht angegriffen. Ich Trottelchen. Das geht so nicht. So geht das nicht weiter. Bitte mach nicht 30 Schaden. Du kannst nicht 30 Schaden machen, oder? Okay. Aber dieses Pikachu geht jetzt drauf. Warte. Aber dann mache ich Caterpie, Bam und Professor Eich Graveler zuerst hier drauf. Und jetzt gebe ich mir neue Karten. Ich brauche eine Kampfenergie, Mann. Jawohl. Jawohl. Noch ein Graveler. Und dann mache ich jetzt Poison Powder und dieses Pikachu ist weg. Das ist schon geil. Ich mag TCG. Ich würde es nicht selber spielen, so mit Karten, aber es ist halt schon so versimpelt. Es ist halt um einiges einfacher mit den Wechselwirkungen und sowas. Es geht einfach schnell, zack, zack, zack. Ohne groß. Also man fühlt sich sehr taktisch, weil es einfach nicht, es ist nicht sehr komplex. Und ich glaube, deswegen mögen es Magic-Spieler auch nicht, weil es einfach pipi einfache Regeln sind, so. Es gibt keine krassen Sachen irgendwie. Aber vielleicht schon, ich weiß es noch nicht. So, dann bist du nicht mehr vergiftet, weil du zurückgezogen wurdest? Oder hört die Vergiftung irgendwann auf? Du killst mich jetzt, außer ich paralysiere dich. Ho! Yes! Ich habe es als Kind auch sau viel gespielt auf dem Gameboy. Ich glaube, ich hatte auch am Ende 100%, also alle Karten. Oh, wie er sich heilt! Kann es paralysiert und vergiftet sein? Okay, Kampf, Grabbler, Metapod, jawoll. Okay. Komm, wir hoffen jetzt einfach auf so viel. Aber jetzt würde Poison Powder mehr Sinn ergeben. Und damit, was macht eigentlich Safcon? Kann Safcon irgendwas? Stun Spore, jawoll, okay. Dann vergifte ich es jetzt, dann hat es 30 und dann mache ich 20 mit Safcon und dann macht es wieder 30 und ist tot. Okay. Taktik. Mit richtigen Karten. Als Kind habe ich auch mit richtigen Karten gespielt, aber das war alles nur verpeilt und lief nicht gut und war auch nicht wirklich, also ich glaube, wir haben nicht mal wirklich Regeln befolgt. Competitive wird's im Feintuning auf Meisterschaften bei Pokémon. Bei Magic ist es eher ein linearer Schwierigkeitsanstieg. Ja, ich habe da null Ahnung.
Ich kann mir vorstellen, natürlich, wenn du richtig krasse Decks hast und es sind dann so Attacken, wo einfach so ein Fließtext drunter steht, dann wird's krass. Und ich glaube, am Ende, das ist immer noch das Anfang vom Spiel, aber am Ende gibt's hier dann auch so krasse Karten, wo es dann wirklich krank taktisch wird. Aber ich bin eh schon krank taktisch drauf hier. Er hat mich nicht angegriffen? Ach, du hast zu wenig Energie. Oh, Mensch, das ist aber schade, Yugong. Ich habe ein Magic-Spiel auf der PlayStation damals gespielt und da gab es auch, ich weiß nicht mehr, was war. Ich vergesse sowas immer, aber ich weiß noch, dass ich da einmal so ein krasses Spiel hatte, mit dem krasses taktisch und knapp gewonnen habe. Das war mega geil. Lapras? Hat das zufällig eine Pflanzenschwäche? Okay, Tangela, du hast einen super Job gemacht. Aber jetzt kommt Graveler. 40 Schaden. Beziehungsweise dieses Magnemite nimmt dann, glaube ich, einfach 80. Nimm die 80. Komm, nimm die 80. Bam. Ich finde auch dieser Move, den er hier macht, dieses... Ich glaube, er macht nur so. Macht er so? Was macht das Graveler so? Ich finde diese Gyro-Karte so geil. Okay, jetzt kommt Lapras, jetzt haben wir ein Problem. Aber ich habe eine Pflanzenschwäche, keine Wasserschwäche. Geil, 36 Genghis Khan. Er gibt seinem Lapras einfach eine Elektroenergie. Sleep Check, nix da. Nix da, 40 Schaden gleich auf Lapras. Sleep Check. Habe ich einen Butterfree hier drin? Irgendwo mal? Ich kann mich ja sogar härtnern. Aber jetzt macht es nochmal Sleep und dann Zahl und dann ist so ein Lapras einfach von dem Georok besiegt. Es macht wieder Sing und jetzt... Ja, es war klar. Zu komplex macht ein TCG kaputt. Ich durchschaue alles. Ich sehe die nächsten drei Steps von Number One voraus. Sleep Check. Verdammt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bin so überlegen. It's not possible. Sleep Check. Also, es spielt sogar eine Rolle, ob ich während der Runde vom Gegner schlafe oder nicht. Beziehungsweise ist halt alles krass. Das heißt, das Schlafen kann sich auflösen zwischen beiden Runden. Und voll oft, ey. Fuck. Was ist das? Hör auf zu schlafen, Georok. Nice. Beast, du hast hier noch eine Fusion, ne? Hier. Schau, das hast du davon, wenn du versuchst, Gengar mit irgendwas zu kreuzen. Was hast du davon? Weißt du, ich mach das sofort weg. Was hast du jetzt davon? Du und dein Gengar. Ne? Du und dein Gengar. Neue Film auf Pro7. 18 plus, mach das weg. Sackbelly. Hör auf, mich einzuschläfern, du Kacklapras. Oh mein Gott. Ich bin hier so überlegen. Du einfach gewinnt er durch irgendwelche Technicalities. Sleep Check, ey. Wow. Ich hole einfach gleich nochmal ein. Ein Georok, was nicht schläft. Energy Search. Ja, okay, okay. Mach mal, mach mal. Ach, fuck, wäre eh gleich gekommen. Das hasse ich ja. Wenn du extra eine Karte ausgibst, dann wär's eh gekommen. Ich pa impossible. Ich hab's lieber, wenn ich nächste Runde aufwache. Jetzt wird er mich eh wieder einschläfern. Oh mein Gott, er nimmt Europe. Europe macht Heuler, was bringt es? Mach ich nächste Runde weniger. Ich mach nächste Runde 20 weniger Schaden, oder? Ich meine, ich kann auch Harden machen. Aber nee, wenn ich 10 Schaden mache, ist das ja auch gut genug. Ich sollte 20 Schaden machen.
10 nur weniger. Heuler macht 10 weniger. Ich dachte 20. Okay, das ist jetzt dumm von dir, was du da gerade machst. Aber okay. Kann halt nichts anderes machen. Jetzt habe ich sogar Nidorino. Ujujo. Doppelkick. Oh, Nidorino richtig stark. Ich kauf Geodude. Nein, ich habe Geodude eine Pflanze gegeben. Ich dachte mir, Nidoran ist ganz unten. Roxroh. Okay, Lapras. Wer hätte es gedacht? Jetzt macht es Gesang und... Was wollen wir wetten? Grrr. Nein. Oh mein Gott. Hab ich jetzt gewonnen? Warte, nee, ich habe noch zwei Karten, oder? Noch zwei Karten muss ich ziehen. Nidoran, Nidoran, Nidoran. Nidorino. Switch? Niemals. Hallo, Tizetatze. Tizetatze. Was soll ich mein Handy? Oh oh. Digletto brauche ich nicht. Das Deck ist aber, ich weiß nicht, ob das Deck gut ist, was ich habe. Relativ Standard, glaube ich. Magnet. Ich lese das alles nicht durch, was da steht. Ich warte einfach, was passiert. Keine Ahnung, was es jetzt hätte gemacht. Aber ich bin unbesiegbar gerade, glaube ich. Ich habe noch ein Georock, was jetzt so bereit ist wie das. Und dann habe ich noch ein Nidorino, was 50 Schaden machen kann. Bei Kopf darf er nach einem Magnetilo suchen im Deck? Habe ich irgendeine Pokémon-Power? Das ist Act BP, BP. So. Okay. Ich glaube, ich habe es gewonnen, oder? Easy. Ich dachte, der wird schwer. You're stronger than I thought to have won against me. Oh, ein Rocket Booster Pack. Was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Dark Charizard einfach. Charizard. Dark Charmeleon. Oh, das ist eine coole Karte. Tauros, Kabuto. Ach stimmt, es gab die Fossilienkarte. Auf die musste man dann Kabuto legen. Stimmt. Potion Energy. Choose the card you wish to examine. So. Was ist das? Special Energy Card. If you play this card from your hand, remove one damage counter. Okay. Abra. Oh, was für eine Abra-Karte ist das denn? Hab ich noch nie gesehen. Hier ist einfach mal ein Glurak drin. Und noch ein Booster Pack. Omot, Radikal, Vulpix, Rattata. Hey, schon 45. Ich habe schon ein Achtel aller Karten, die man haben kann. Grill Coin Piece 1. Okay. You've got a lot of guts, kid, to take on the illustrious team. Grr. Try to collect all 4 pieces of your coin. If you can manage that, you'll be able to travel to Grr Island. Can you truly collect them all? Find your way over to Grr Island. Ja, dafür muss ich... Okay, ich muss einfach die anderen Clubs besuchen. So, und jetzt muss ich natürlich nochmal checken, dass ich nichts irgendwie verpasse oder sowas. Ich habe es noch nicht so ganz gepeilt, die verpassbaren Trophäen. Also ich muss was machen, bevor ich die Grr Fighting Coin bekomme. Ich muss was machen, bevor ich die komplette Grr Coin zusammenbaue. Die Thunder Coin, die Water Coin... Psychic Coin, Psychic Coin. Defeat Ronald after having defeated 2 Grr Members. Also ich darf jetzt muss ich Ronald finden. Weil wenn ich jetzt den nächsten Grr Member besiege, dann ist die verpasst. Defeat Ronald either the Grr Fire Forest or Grr Water Forest. Okay. Ich glaube, also jetzt muss ich irgendwo Ronald finden. Ronaldo McDonaldo. Erstmal speichern. Ich hoffe, dass ich nichts verpasst habe bis jetzt. Aber ja, ich könnte mich mal ein bisschen mehr umgucken in diesen ganzen
Clubs hier. Potion Energy, sehr gut. Vor allem, wenn du sie vom Ablagestapel wieder irgendwie auf deine Hand bekommst. Okay, okay, okay. So, in den drei im Lightning Club war ich noch nicht. Was ist hier? Finden wir irgendwo Ronald. Alter, wer bist du? Du siehst besonders aus. Die hat gerade gesagt, dass einer von den Grimm-Membern einfach super sexy aussieht. Ich schätze mal, Ronald kommt uns entgegen, wenn wir in irgend so ein Ding hier reingehen. Oft ist er doch so aus der Ecke einfach einem entgegengekommen oder er stand irgendwo. Zumindest im ersten Teil. Wie trigger ich? Soll ich jetzt auch immer noch mal einmal hier hochgucken? Ich habe Angst, dass dann irgendeine Cutscene passiert. Okay, das hier ist auch ein Grimm-Member. Der ist gelb. Warum ist der gelb, wenn wir in der Wasserarena sind? Dann sind wir hier im Grasclub. Auch kein Ronald. Mensch, Ronald. Grrr, hier steht niemand. Okay, also im Wasser war einer. Bei Elektro war ich noch nicht. Oh, hier ist jemand. Oh, if it isn't Leo, I knew you'd come. You want the cards we stole from your back? I'll bet. Too bad. Prepare to be defeated for defying Team Grrr, but I'm too lazy to do it myself. Nicholas! Yes, Mr. Grrr number 4. Isaac! Go ahead, take care of this chump. Show him the power of our new club. Hehe. If you manage to defeat these two, I'll take you on myself. I don't like to waste my time with weaklings, you see? Okay. Also hier ist schon mal der grüne Typ. Und zum Glück ging es jetzt nicht los. Dann haben wir hier den Psychic Club. Was ist mit dir? You're not allowed though. Okay, die lässt mich hier nicht rein. Das heißt, ich muss als nächstes den Nummer 4 besiegen. Wir haben gerade Nummer 1 besiegt und jetzt Nummer 4. Diese Nummerierung gefällt mir nicht. Science Club. Science soll so Gift sein, ne? Aber hier ist auch kein Ronald. Ey, ich check das nicht. Ich muss Ronald besiegen, bevor ich den zweiten Grrr besiege. Aber ich finde keinen Ronaldo. Oh. Wir wissen, warum hier die Musik so seltsam ist. Da ist er. Imanuki, oder wie er heißt. Und hier heißt es... Ja, ihn muss ich besiegen, bevor ich die komplette Grill-Coin gemacht habe. Das heißt, den könnte ich jetzt... Verschwindet er wieder, wenn ich jetzt... Aber irgendwo ist er, glaube ich, immer. Okay, aber gucken wir kurz hier hoch. Okay, hier stehen 4, aber auch kein Ronaldo. Ich check's nicht. Wo ist der? Jetzt war ich in allen Clubs. Ishihara. Du sagst, glaube ich, nur... Ja, du sagst, dass die Welt kacke gerade ist. Im Airport. Schauen wir mal in Masons Laboratory, ob Ronald da chillt. Warum sollte er? Mr. Mason, wo ist Ronald? The other 4 numbered Grin number 1 to Grin number 4 have seized the clubs. Ja. Airport. Kein Ronald. Kein Ronald. Ich glaube, ich muss noch irgendwas machen, damit Ronald erscheint. Aber ich probiere jetzt mal. Es ist wahrscheinlich. Der war sau schwer immer zu besiegen, oder? Ich versuche jetzt mal, ihn zu besiegen. Aber ich glaube, der war Endboss-Level. Der war richtig krass. Voll mit meinem Deck, was ich habe. Wobei, mein Deck ist nicht schlecht mit Onyx und so. Es war schon geil. Who am I? Well, don't you know me? It is I, the super musical star Imakuni. But I'm sad right now. There are no Pokémon cards left. Alright. Hey you, card pop with me. Let's card pop. Ach, das muss ich machen? Ich muss noch nicht mal irgendwie... Ich dachte, ich muss ihn bekämpfen.
Das war die versteckte Trophäe. Oh, und ich krieg die Imakuni-Karte. Was war die noch? Was hat die nochmal gemacht? Dein Pokémon ist jetzt verwirrt. Imakuni will, dass du mit diesem Pokémon jetzt kämpfst. Aber du kannst nicht. Eine mysteriöse Kreatur, die nicht im Pokédex ist. Er fragt Leute auf der Welt, wer ist süßer, Pikachu oder ich? Who is cuter? Aber ich glaube, der basiert auf irgendeinem echten Menschen in Japan. Oder? Da war doch irgendwas. We both got a card. Let's save our data. Your data was saved. The card I got was Gyarados. Okay, also aus dem Nichts wird eine Karte erschaffen, oder? Ich habe dem jetzt nicht mein Gyarados gegeben. Ich glaube, ich hatte kein Gyarados. Okay. Kann sein, dass das das Einzige ist, was man in Teil 2 machen kann. Weil das war, glaube ich, wirklich die... Ja, das war die eine versteckte Trophäe, die ich jetzt habe. Nice. Aber ich muss trotzdem immer noch Ronald finden. Vollgott, hallo. Dann, wie wäre es, wenn ich jetzt... Also da bei Grin Nummer 4, bei Elektro, war, glaube ich, richtig Story. Und dann da bei Wasser, der Typ stand einfach nur rum. Rede ich mal mit dem. Weil das ist ja auch einer von denen, der hier. Oftmals Imakuni genannt, ist ein exzentrischer japanischer Musiker, der einige der Musikstücke des Animes vertont hat. Schau, wie gut! Imakuni wurde 1997 für Pokémon erfunden. Moment. Also ist es eine Person oder nicht? Gibt's Imakuni wirklich oder wurde er komplett erfunden? I am Grill Number 3 of Team Grill. The Water Club is under my power. Take a look at the pool. Oh ja, die schauen echt beängstigt aus. Just look at the club members. Sarah, Amanda, Clubmaster Amy. Though Joshua ran away before I could catch the little whelp. But why are you here? You want me to free them from their cage? Alright then, if you can beat me, I'm a inner duel. I, N und M ist kaum zu unterscheiden in diesem Spiel. I'll free them all. Okay, nein. Ich kann dich jetzt noch nicht besiegen. Ich muss zuerst mit Ronald kämpfen. I don't get it. Ich kann nochmal vorlesen. Hier steht... Receive a Bill's computer from Ronald at the Game Center. Nee, nicht die. Nicht die. Hier. Defeat Ronald after... Oh, after. Oh, Mann. Defeat Ronald after having defeated two crew members. After. Okay. After. Dann versuche ich den jetzt. Aber ich bin... Der ist wahrscheinlich... Wobei, der muss nicht Wasser sein. Vielleicht ist er auch Elektro, weswegen er gelb angezogen ist und die Wasserarena besetzt hat. Wenn er Elektro ist, ist es gut für mich. Machen wir den mal. Imakuni ist ein Staff-Member bei Nintendo, aber die Aufmache wurde erfunden. Ja, okay. So wie er halt, der läuft nicht wirklich im Mickey-Maus-Kostüm rum. Okay, besiegen wir mal Grrr, Number 3. Okay, da ist Elektro, wer hätte es gedacht? Und er sieht ein bisschen traurig aus. Active Pokémon. Digiletto. Dick 10. Okay, nehmen wir. 6 Karten, das ist schon ein bisschen viel jedes Mal. Bisher habe ich immer angefangen. Der sieht so traurig aus. Oh shit, der hat Pflanze. Warum hast du Pflanze? Weil du wusstest, dass ich mit Boden komme? Oder mit Kampf? Shit. Aber du kannst noch nichts machen. Ich habe eh kein anderes Pokémon. Ja, Weakness. Shit, der macht mir gleich 40 Schaden.
Ah, dann nehme ich das, bereite ich das andere Diglett vor. Ich kann ja nichts anderes tun. Der wird mich jetzt einfach. Ich habe noch nicht mal irgendeine Energie. Ich habe Energie-Search. Oh Gott. Ach, Stunspore? Was? Stunspore braucht nur eine Energie? Was? Tot. Ah nee, das ist ein anderes Tangela. Jetzt check ich's. Das ist ja gar nicht das Tangela, was ich habe. Okay. Trotzdem bin ich einfach tot. Oh shit. Aber das ist ja auch so eine schlechte Hand hier. Oh Gott, die ganzen Energien kommen und jetzt wird das Deck gemischt. Oh mein Gott, ich sag's doch. Diese dumme Karte. Fighting. Ich kann nichts anderes machen. Ich meine, ich könnte das Deck noch ordnen, was jetzt kommt. Ja, es muss ein anderes Pokémon kommen. Aber vielleicht Nidoran. Nein. Nein. Kann ich nochmal? Ja, okay. So. So. So, so. Okay. Mann, 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 Mann. Der Typ ist Elektro und besiegt mich jetzt mit einem Tangela. Traurig. Traurig. Jetzt muss ich das nehmen. Aber wenigstens kann ich jetzt Mudslap machen. Was wird aufgerundet oder abgerundet? Aufgerundet, ne? Das macht 20 Schaden. Wenn es halbiert wird. Oder macht es minus 20? Ich glaube, es wird halbiert. Oder ist die Resistenz... Ach, die Resistenz ist Wasser. Okay. Dann habe ich ja sogar eine Chance. Wenn ich jetzt nicht paralysiert bin. Beziehungsweise er macht nicht Paralyse. Aber ich bin vergiftet. Okay, ich bin weg. Scheiße, Mann. Das heißt, es kann quasi die gleichen Attacken wie das andere Tangela, nur dass die Attacken leicht andere Schadensachen machen. Boah. Das Gemeine ist, wenn ja alle meine Pokémon besiegt sind, gewinnt automatisch der Gegner, obwohl er noch nicht alles hat. So gemein. Nidorino, aber ist Nidorino... Ne, da brauche ich noch eine Attacke für. Ich kann gleich Nidorino einsetzen, aber jetzt kommen erst noch zwei Kleinsteine. Was macht Horn Hazards? Was ist das? Damage Check. Kompletter Damage Check? Was? Das ist so unfair. So viel basiert auf pures Glück. Oh mein Gott, jetzt bin ich vergiftet, hab 20 Schaden, nehme wieder 10, ich bin gleich wieder weg. Wenn ich jetzt nicht, ich meine, jetzt ziehe ich Kleinstein. Ah ne, jetzt kommt zuerst die. Okay, aber ich kann jetzt Nidorino machen. Double Kick. Aber mache ich mindestens einen Schlag oder muss ich komplett wieder würfeln, ob ich überhaupt angreifen darf? Was ist besser als... Das kommt aufs Gleiche raus dann. Okay, Double Kick. Komm schon. Oh mein Gott, ich hasse dich. So ein Scheiß. Diese dummen Glücksspiele, das ist ja wie Gambeln hier. The Boss's Way. Er hat halt einfach Glutexo. Shadow Glutexo. Ich bin stinksauer. Ah, mein Gift hat sich aufgelöst, weil ich mich entwickelt habe. Habe ich das richtig gesehen? Boah, ey. Was soll ich denn tun? Kann ich forfitten, bitte? Ich habe nicht mal eine Energie, um Horndrill zu machen. Dann würde ich jetzt... Ey, bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, bitte. Oh, danke. Wie so einfach ein Fuß reinkommt und Tangela schlägt. So ein menschlicher Fuß. Ich hab einfach Tangela selber gekickt. Ja, jetzt bin ich tot. Und ich habe... Doch, ich habe Kleinstein noch auf dem Feld. Oh Gott. Krass.
wieder mich fertig macht. Aber er macht mich nur fertig, weil ich schlechte Attacken gezogen habe. So schlechte Attacken. Wenigstens kann ich, wenn es jetzt ein bisschen besser läuft, kann ich halt wirklich gleich Georok wieder einsetzen. Das ist wieder ein anderes Kleinstein. Okay, hat sich seine Energie zurückgeholt. Tailswipe. Grasenergie, die kein Schwein braucht, aber okay. Soll ich jetzt Harden durchziehen, bis ich stark genug bin? Ich könnte noch einmal angreifen, aber es kann auch sein, dass er jetzt eine starke Feuerattacke macht. Ich weiß nicht, ob der eine kann. Oh Gott. Warum hat mich das erschreckt? Hallo Melli, dankeschön. Fireball. Wir einfach Fireball. 70 Schaden. Okay, ich mach trotzdem. Die Hoffnung, dass er nicht noch eine Feuerenergie hat. Hallo Melli, dankeschön für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Raid-Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt schöne Shiny Summer Zentas gezogen. Er hat tatsächlich Fireball jetzt. No Damage wird mir aber auch nicht gegönnt. Wow. Kann ich forfeiten? Wenn ich verliere, nichts dadurch, oder? Retreat, dann. Nee, ich kann gar nicht forfeiten. Ich müsste eh neu starten. Boah, aber ich starte neu. Ich habe keine Chance. Gar keine Chance. Krass. Aber ich schieb's auf meine schlechte Hand. Ich kann ihn auf jeden Fall besiegen. Cardpop? Any Cardpoppers in the house? Was war das? Continue game. Start from the past save data? Was? Okay. Hä? Warum? Ich hab ganz normal gespeichert. Okay, mach mir Angst. Ich probier's nochmal. Aber vielleicht kann ich gegen die kämpfen? Ich schätze, dass Nummer 4 schwerer ist, zu besiegen ist. Aber ich finde es auch lustig, dass der Elektro ist und hat kein einziges Elektro-Pokémon gehabt. Wir schaffen das. Hallo Pumpsti. Den. Wieder Tangela, wobei jetzt habe ich Tangela. Wenn der jetzt gleich wieder einen Glumanda ruft oder sowas. Nidoran macht. Kann ich Chop-Check machen? Nidoran macht direkt 30 Schaden einfach. Aber es ist dieses Hornhazard. Da steht kein. Yeah, Flipper Coin. Und du brauchst 2. Aber Bind ist so viel besser. Das bereiten wir vor. Okay, machen wir Nidoran und dann Tangela. Okay. Das ist, glaube ich, schon mal besser jetzt. Außer er setzt jetzt direkt ein Feuer-Pokémon ein. Ich bin immer noch zuerst dran, wie immer. Komm direkt, Kopf. Nix gönnt das Spiel, nix. Nix wird gegönnt. Was macht er jetzt? Jetzt paralysiert er mich, pass auf. Nein, haha, nuller Runde. Wobei, 10 Schaden. Bereiten wir das Tangela vor. Komm, 30, bitte. Ja, danke. Oh mein Gott, yes. Fuck. Ich bin paralysiert. Mein Tangela ist bereit. Hör auf, mich zu paralysieren. Oh mein Gott.
ist so anstrengend. Es ist so nervig. Die elendigen Münzen. Nidorino! Es hat mich gerettet. Aber ich kann jetzt nicht angreifen mit dem, oder? Nein. Aber das ist okay. Das ist schon okay. Du überlebst das, oder? Du wirst jetzt sicher nicht nochmal paralysiert sein. Sicher doch nicht ein zweites Mal hintereinander. Gott sei Dank. Jetzt muss ich nur eine Grasenergie ziehen, damit ich drankomme. Oh, shit. Nein, ich muss noch nicht mal Gras haben. Nice. Und jetzt mache ich einfach einmal, nur ein einziges Mal, einen Kopf. Nur einen Kopf. Okay. Okay. Fetter Kick. Diese Kick-Animation. Ein fetter Roundhouse-Kick. Jetzt habe ich einen Myrapler gezogen, dann hat wieder ein Myrapler drauf. Bitte nicht. Oh. Besiegt er einfach mein Nidorino. Komm, gib mir einen fetten Hypertrank. Jetzt ziehe ich Gras. Shit. Kann ich retreaten? Aber es bringt doch nichts. It's not pause. Achso, wir haben paralysiert, das geht's eh nicht. Natürlich, natürlich nicht, natürlich. Man muss ja einen Vorteil haben, wenn man paralysiert ist, also der Gegner. Krass. Das ist so krass. Das ist so krass, wie viel der Gegner immer dauernd gut würfelt. Das ist so krass. So. Jetzt komme ich. Ich habe sogar die Professor Eichkarte gezogen. Die Gletto. Und jetzt. Lohnt es sich, dich zu? Ja, es lohnt sich, dich zu vergiften. Wenn das überhaupt geht, bei Pflanzen-Pokémon hier. Ja, es muss gehen, oder? Ja. Beziehungsweise, ist Myrapla schon Gift? Oder ist erst Duflor Gift? Ich gar nicht. Also, im echten Leben, meine ich. Im echten Pokémon-Leben. Geodude. Mensch, das kommt doch wie gelegen. Kann ich so machen? Kann ich so machen? Kann ich den direkt entwickeln? Oder ist er in der nächsten Runde okay? Und dann mache ich hier auch nochmal Poison Powder. Warum auch immer er Myrapla zurückgezogen hat. Ist doch Verschwendung. Aber ich glaube, das heilt zurückziehen. Vergiftung. So, schau, diesmal habe ich ihn. Nur weil ich ein bisschen eine bessere Karte habe. Ah, deswegen hat er zurückgezogen, damit es zu einem geilen Duflor kann. Aber ist dieses Duflor jetzt noch vergiftet? So, so, 7 neue Karten. Professor Eich, Killerkarte. Energy Search. Okay. Easy. Mach den fertig und danach muss ich gegen Ronald kämpfen und gewinnen. Definitiv speichern sofort. Du Flor. Aber ich muss langsam mein Handy holen. Es ist schon 5:45. Ich mache heute Hamburger. Hamburger. Woher ist es nochmal? Hamburger. Okay, es ist nicht mehr vergiftet, aber ich glaube, weil es sich entwickelt hat, nicht weil es sich zurückgezogen hat. Okay, ich hol kurz mein Handy. Was holt er jetzt? Owei wieder. Hat er sein Owei geheilt? Schwein. Magma? Oh oh. Oh oh, er bereitet sein Magma vor. Und jetzt bringt mich einfach Owei um, ohne was zu machen. Okay, ich mach den Kampf noch fertig. Ja, dann vergifte ich dich jetzt auch noch schnell, dann bin ich tot und dann hole ich meinen Georock und mache alles fertig. Außer, dass ich halt extrem schwach bin gegen jede Pflanzenattacke. Der Typ mit dem Pfeil auf dem Gesicht hat keine Elektro-Pokémon.
Aber Owei kann ich angreifen. Der hat ein Lavados. Gib mir dieses Lavados. Ist es reduziert? Nee, okay. Ich kann noch zwei Pokémon, muss ich besiegen. Okay, er kommt mit Magma. Hat das zufällig eine Kampfschwäche? Oh nö. Oh nö, du Schwein. Du wechselst einfach mein Tangela ein, sodass ich jetzt eine Schwäche gegen dich habe. Oh nö. Wie asozial. Aber ich Ich kann schnell noch dich zumindest dir Schaden machen. Bevor du mich killst. Und ich kann dich paralysieren. Du Schwein. Jawoll. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Du hast meine Geheimwaffe Tangela auf das Feld geholt. Ach, ich brauche 3. Okay, nee. Ich bringe dich jetzt um. Fuck. Fuck. Lutexo, er hat Lutexo, oh nein. So, wie viel hat er noch? 2, 4, 4. Okay, noch 3. Ich bin immer noch voraus. Lass mich jetzt meine Rock Throw machen, ey. Habe ich Geobatz? Wahrscheinlich nicht. Was kommt jetzt? Lavados. Du musst eine Schwäche gegen meinen Georock haben. Und ein Feuer kann ich reichen, dass Lavados angreift. Nee. Du musst eine Schwäche haben. Komm, 80. 80. 80. Na, resistent? Weil es ein Vogel ist? Resistent? Gegen Kampf? Gegen Georock? Resistent? Ein Lavados? Und das meine ich. TCG-Regeln? Entsprechend null den Spielregeln von echten Spielen. Was? Okay, ich muss mir dieses Lavados anschauen. Wie viel? Du brauchst 2, aber das ist Dry Up. Du brauchst 3 und 4 für Firewing, für 50 Schaden. Was hast du? Hast du irgendeine Schwäche? Resist? Dass du Kampfresistest, ist so unlogisch. Wo kommt diese Logik her? Horn Attack 30. Ich habe halt nur noch Kampfattacken. Wow. Beziehungsweise ich habe hier ein Nidoran wieder. Caterpie. Aber die sind alle schwach gegen die Feuerattacken von dem. Naja, wenn das 4 Energien hat, dann bin ich eh weg. Dann mache ich jetzt ganz viel 10er Schaden. Oder sollte ich so schnell es geht einwechseln? Auch gegen was für ein Pokémon? Mein Nidoran ist noch lang nicht bereit anzugreifen. Wow. Wow, wow, wow. Habe ich Nidorino? Nein. Also das ist so komisch. Lavados? Ich mache einen Rock Smash und Lavados ist so, das kann mir nicht wehtun. Es ist nur ein Stein, der auf mich herunterfällt. Aber er zieht anscheinend keine Energie, weil sein Lavados hat immer noch nur eine einzige. Eine einzige Feuerenergie. Das ist ein bisschen traurig, wie ich das gerade fertig mache. Resistent, ey. Resistent, my ass. Oh, jetzt kommt das Myrapla. Willst du mich paralysieren? Nicht mit mir. Ich bin weak gegen Pflanze. Verdammt. Soll ich switchen? Niemals. Sag nicht, du bist resistent gegen mich. Du bist nicht resistent. Du bist nicht resistent. Du bist gegen Wasser resistent. Jawohl. Jetzt habe ich ihn. Der Idiot. Jetzt labert das. Okay, er hat Glurak gerufen. Jetzt macht er Wind und setzt Raupi ein. Und killt meine Raupi und ich konnte nichts dagegen machen. Du Schwein. Du weißt, was ich jetzt tun muss. Ich meine, du hast auch wahrscheinlich keine Schwäche gegen mein wunderschönes Feuer,
Boden-Pokémon, Kampf, was auch immer. Aber wenigstens mache ich dir 40 Schaden. Aber jetzt wechselst du wahrscheinlich wieder ein. Das war ein bisschen zu knapp jetzt hier. Jetzt setzt er seinen Glumanda ein. Das ist viel zu süß, die Karte. Viel zu süß. Kannst du mal bei einem Pokémon bleiben? Und warum hast du so... Warum kostet es so wenig, die Pokémon zurückzuziehen? Ich muss vorhin 4 Energiekarten einsetzen. Kopidu, Dankeschön für den Raid. Kopidu, hallo. Fighting, Graveler, Nidoran, ach was weiß ich. Ist doch alles Kaka hier. Jedes seiner Pokémon ist fast tot. Und es ist einfach die ganze Zeit am Hin und Her wechseln. Jetzt wechselt er auf seinen Lavados, was gar keine Energie jetzt mehr hat. Was ist das für eine Logik? Gib endlich auf. Gib auf. Ich habe gewonnen. Gib auf. Ich darf kein schwaches Pokémon mehr in mein Team tun. Der wird es nur wieder auswechseln. Oh Gott, eine Giovanni-Karte. Was macht die? Er hat einen Giflor gezogen. Aber du hast kein Duflor. Ich meine, ich kann switchen. Habe ich irgendein Pokémon, was instant 30 Schaden machen kann? Diglett macht 0. Rihorn macht 0. Nidoran macht 30. Wenn der Münzwurf passt. Aber dafür hält es halt nichts aus. Aber Lavados kann ich angreifen. Ich mache weiter meine Zähne. Komm schon. Was für ein dummer Kampf. Was für ein dummer Ende. Was für ein dummes Ende. Ich habe den Sieg schon längst verdient. Weh, du machst jetzt irgendwas Dummes. Weh, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Charmander? Okay, er hat nichts gemacht. Jetzt habe ich ihn. Endlich. Oh mein, dieses Lavados. Einfach resistent gegen Georok. Heieiei. Hallo Farsky. Blöde Frage, wie hast du dir das Aurora-Ticket gegeben in Feuerrot? Pommek geht nur ins Markt, oder? Nee, Pommek geht auch überall. Habe ich doch in meinem Gen... In welchem Video? In meinem Deoxys-Video habe ich das einmal kurz gezeigt. Und auch unter das Deoxys-Video habe ich das Tutorial dafür gemacht. Aber es ist ein sehr komplexer Vorgang. Es ist weder Pommek-Glitch, nur noch mehr danach. Aber es geht. Oder du benutzt halt PK-Hex, um dir das Aurora-Ticket zu geben, wenn du da keinen Bock drauf hast. Okay, noch ein geiles Booster-Pack. Dark Arbok. Nice Karte. Dark Shillok. Okay, dumme Karte. Max Revive. Ein Dark Mashok. Rattata. Das ist ein süßes Rattata. Full Heal Energy. Sweet. Potion Energy. Sweet. Grimer. Das ist die Karte, Leute. Das ist die Karte. Seht ihr die? Das ist die Slimer-Karte, die in Japan so aussieht und dann für den Rest der Welt umgedruckt werden musste. Und das Einzige, was sie geändert haben, ist die Pupillen von Slimer nach links gerichtet, sodass es nicht unter den Rock von dem kleinen Mädchen guckt. Die Slimer-Karte ist im Spiel. Shigi Masholo hier. Okay. Lost Isle. Die Pixie-Karte habe ich selber in meinem Ordner. In Holo. Kingdra, Seedra, Master, O-Master, achso. Amoroso, Snobilikat. Hier ist das Fossil, Sweet. Gras. Don't think you've won. I've still got the Fire Club under my control. I'll be waiting for you at the Fire Club, kid. Okay, der Elektro-Typ hat jetzt mit Feuer, Feuer und Pflanze gekämpft und wird jetzt im Fire Club sein. My name is Amy. I'm the Water Club Master. Thank you so much for defeating the Team Grr-Member. Here, take this deck as a reward for your victory. Noch ein Deck. Punish-Deck. Starmie-Coin.
Die sieht schön aus. Ich wechsle mal eine Coin, würde ich sagen. Und gegen sie kann ich jetzt, glaube ich, auch kämpfen. Watercoin. Hier, warte mal, ich habe Mail. Ronald, are you checking your mail? I've got some intel about Grr number 4. Her deck uses water and psychic Pokémon. Okay, aber sagt nicht, dass er gegen mich kämpfen will. Okay. Keine Karten leider. Also ich kann wahrscheinlich die auch alle bekämpfen. Da ist er! Oh shit! Fuck, ich habe nicht gespeichert. Ich wollte eigentlich safe speichern nach dem Kampf, falls Ronald mich einfach anläuft. Ah. Legends Booster Pack, nice. Lavados. Das Lavados habe ich auch, nur nicht in Holo. Gold King, Double Colorless Energy, Clefairy, Execute, Spearow, Gust of Wind, Cubone. Oh, was für ein süßes Cubone. Pokémon Trader, Psychic. Noch was? I help out by sharing any Booster Packs I find laterly. Okay, er will nicht kämpfen. Okay, aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich ihn irgendwie besiegen muss. Irgendwie finden muss, besiegen muss. Denn es heißt, ich muss gegen Ronald kämpfen, nachdem ich 2 Grill-Member besiegt habe. Wo könnte er sein? Also bei dem Feuer soll jetzt der Gelbe sein. Kein Ronaldo. Da ist der Gelbe. Den könnten wir besiegen. Ja, ein Science Club. Na, hier ist Imakuni. Immer wenn was irgendwie in der Story passiert, oder ich glaube immer wenn ich jemanden besiegt habe, wechselt Imakuni den Ort. Please find any return Rick. Only you, the one who defeated Grandmasters, can do this. Okay, was ist das für eine Maschine? Gar nichts. Gibt Imakuni mir jeder wieder was anderes jetzt? Okay, er haut ab. Hm. Soll ich jedes Mal mit ihm reden, wenn ich ihn finde? Was haben wir hier? Nix. Dann Gras. Auch kein Ronaldo. Also jetzt muss er irgendwo sein. Wasser waren wir doch gerade. Fighting, Psychic. Fangen wir wieder von vorne an. Rock. Aber hier chillen wahrscheinlich die normalen. Jupp. Sag nicht, ich finde jetzt wieder diesen Ronald nicht. Das gibt's doch nicht. Also hier warten auf jeden Fall, wartet die Nummer 4. Ich kann einfach so 4 besiegen. Aber ich muss zuerst die beiden besiegen, bevor ich 4 besiegen darf. Aber Nummer 3 haben wir noch gar nicht gesehen. Außer der, die Nummer 2 hat jetzt die Zahl gewechselt. Krass. Was ist hier? Achso, hier war der Anfang. Aber er ist weg. Ist er weg, weil ich ihn besiegt habe? Nee, es hat doch mit Rock angefangen, nicht mit Kampf. Hier stand die Nummer 1. Ja, ich weiß das nicht. Wo ist der denn jetzt? Kann auch sein, dass Ronald mit einem kämpfen will, wenn man eine bestimmte Anzahl an Karten hat oder Karten Menschen besiegt hat.
Trophäe sagt auf jeden Fall, ich muss, nachdem ich 2 besiegt habe, Ronald besiegen. Und ich habe jetzt 2 besiegt. Aber es kann ja auch sein, dass ich jetzt noch andere Leute bekämpfen muss, damit was passiert. Ich könnte einfach die im Kampfclub noch besiegen. Die 3 habe ich noch nicht bekämpft. Die Kämpfe gehen auch ein bisschen schneller. Oh, warte, mein Diary ist neu. Mein Ding hier. Deck Record Machine Link. Ne, View Mailbox. Dr. Mason. This is Dr. Mason. New Information. Great Deck Building Tips. Okay, er gibt mir einfach Tipps. Hallo Blutgott. Okay. Michael habe ich schon besiegt. Leo, take a look. I got my Pokémon cards back. Could you do me a favor? Battle me so I can gorge my power. Okay. Aber kriege ich auch was dafür, Mr. Chris? Gib mir was dafür. Gib mir ein Booster Pack. Gib mir eine Karte. Irgendwas. Nidoran. Also er hat Kampf wahrscheinlich. Und ich habe nur eine Karte gezogen. Also in vielen Kartenspielen kann man ja am Anfang sagen, ob man nochmal neu ziehen möchte, wenn man so richtig Scheiße gezogen hat, so wie ich gerade. Aber ist okay. Kämpfe ich halt mit einem Nidoran, das jetzt jedes Mal Hornattacke macht, natürlich mit einem fetten Kopf. Yes! Ist das schwach? Oh mein Gott. Oh, Chris, du hast keine Chance. Was? Ich habe gewonnen! Das ist halt geil, wenn man so ein Glück hat, dass der Gegner nur eine Karte zieht, so wie ich. Geil, ich krieg so ein Booster-Pack. Sogar ein Legends. Bisaflor, Parasek, Beleber, Nidorina. Oh, wunderschön. Geil. 2 Packs sogar. Kingler, Nidorino. Ich frage mich echt, ob das hier ein bisschen random ist. Ich glaube, vielleicht ist das zweite Pack random und das erste Pack, was man kriegt, ist immer gescriptet. Okay, Amanda, ich hätte speichern sollen. Wie, du willst nicht kämpfen? Wir stehen hier in der Arena, Amanda. Warum stehst du hier? Warum stehst du hier, Amanda? Was ist dein Job? Okay, dann habe ich alle in der Fighting Arena besiegt. Wir können auch mit denen hier reden. Will hier einer kämpfen? Die haben halt alle ihre Karten verloren. Deswegen kann keiner wirklich kämpfen. Der will eine Nocturne-Karte. Dann gehe ich zum Rock. Bei Rock waren auch noch welche. Da habe ich nämlich auch nur den Meister Professor Eich hier umbesiegt. Und dann besiege ich jetzt noch die Matthew of the Rock Club. Let's go, Matthew. Ich bin jetzt pumped, weil ich gerade Chris mit einem Schlag besiegt habe. Matthew darf nochmal, er hat keine einzige Pokémon-Karte gezogen. Ich finde ja, dann hat man verloren, wenn man so viel Pech hat. Tangela nehme ich. Geodude, check mal kurz. Tackle, ja. Ich habe keine. Ah doch, hier. Okay, fangen wir mit Geodude an. Kopf. Schwäche? Nee. Wenn das jetzt so weitergeht, dann habe ich die erste Runde verloren, weil ich den Cointoss gefailt habe. Aber vielleicht ziehe ich ja noch das Georock. Und am Ende kann ich mich härten. Kann der Glut? Kann der jetzt Glut? Das ist ein Problem. Bonita, er hat einen Galopper einfach direkt. Er kann Glut? Oh. Ich hätte Harden machen sollen. Es kann Glut. Scheiße, mein Tangela hat eine Schwäche und Rihorn kann noch nix. Wow, wow,
Bing, bing, bing. Lea sorgt dafür, dass der Gegner eventuell weniger Schaden macht, ne? Oder gar nicht angreift. Lear. Aber natürlich nicht geschafft. Wie er einfach einen Galopper hat. Der vernichtet mich. Weil ich weiß nicht, was Galopper kann. Bam, badam, bam, 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 badam. Pokédex. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht Pokédex. Wobei. Ich mach Pokédex. Okay. Okay. Ja, cool. Passt schon. Soll ich Nidoran nach vorne tun? Nidoran. Nein, 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 nein. So. So, 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 so. Nein. So, 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 so. Yes. Ding, 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 ding. Komm. Es ist doch verzwickelt. Ja, jetzt macht er gleich wieder Glut. Du verschwendest so viel Feuerenergie. Loran, wer hätte es gedacht? Fuck, ich hätte das auf Hornattacke machen sollen. Kann ich zurück? Kann ich irgendwie zurück? Kann ich mir wieder diese Grasenergie geben? Fuck. Komm, jetzt muss. Alter. Dreimal hintereinander. Das ist statistisch unmöglich. Dreimal 50-50 zu failen. Macht er jetzt Glut? Nein. Ich glaube, seine anderen Pokémon werden gerade so stark. So. Jetzt mache ich Hornattacke und du kleines Glumanda bist hinfort. Was vielleicht auch schlecht ist. Bonita. Gust of Wind. Aber es ist für einen Gegner, ne? Das mache ich. Das mache ich. Wem gebe ich die Fighting? Gebe ich Nidoran, weil ich irgendwann Nidorino hoffentlich ziehe? Oder gebe ich sie Raihorn, dass ich irgendwann nochmal... Raihorn. Und dann mache ich Wind of Gust, weil das Tier muss weg. Moment, aber er hat... Warte. Ist dieses Galopper schlimmer? Na, vielleicht kann es nichts. Es kann Stomp. Flipper Coin, if heads, this attack does 20 damage. Das heißt, im Endeffekt ist es egal, welches da bleibt. Wenn ich doch nur um 10 mehr Schaden machen könnte. Ich meine, ich könnte leer riskieren. Flipper Coin, if jetzt the defending Pokémon can't attack this Pokémon during your opponent's turn. Ja, wenn ich einfach jetzt zum vierten Mal hintereinander einfach mal einen Kopf mache, anstatt Zahl, dann kann es mich nicht angreifen. Aber so oder so wird es mich irgendwann umbringen. Ich mache jetzt Hornattacke. Dieser Kick-Animation, ey. Schienbein komplett gebrochen. Ja, gut. Soll ich jetzt wieder Rihorn einsetzen? Oder soll ich Nidoran einsetzen, was eine Schwäche hat gegen Feuer? Rihorn hält zumindest 3 Runden aus. Und ich kriege vielleicht eine Energie, um. Und ich kann leer machen, um die Attacke zu überstehen. Ja, ich muss Rihorn machen. Bis ich Nidorino ziehe. Da kann ich jetzt schon Hornattacke machen. Nee, noch eine Energie. Gib mir eine Energie und bitte einmal Kopf jetzt. Einmal Kopf. Oh mein Gott, zum vierten Mal hintereinander Zahl. Oder Rückseite. Das ist so krass, wie ich einfach nicht... Vielleicht ist irgendwo niedergeschrieben, wie eine Attacke failt, also mit was für einer Wahrscheinlichkeit. Also, weil eigentlich ist es immer 50-50. Ja, aber ich kann verstehen, dass Lea nicht 50-50 sein sollte, weil es zu krass ist. Naja, Lea. Ey, es kann mich nicht angreifen. Computer sagt ja. Apropos,
Habe ich schon das Computer-Item? So, und jetzt darf ich dich umbringen und dann kommt Galoppa. Scheiße. Vielleicht setzt auch... Ja, Galoppa. Ist Galoppa schon stark genug für die krasse Attacke? Nein. Stomp. Kann mich nicht umbringen. Bitte nur 20. Ist auch egal. 30. Fuck. Fuckity fuck fuck fuck. Soll ich Tangela trainieren? Aber der hat so viele Feuer-Pokémon. Oh. Ich meine, ich könnte jetzt könnte ich Gust of Wind machen. Ich kann 30 Schaden machen. Gegen wen könnte ich jetzt easy 30 Schaden machen? Geodude kann halt Tackle und mich umbringen. Geodude kann kein Tackle, und aber wird dann Tackle können. Das Rihorn kann lange nicht angreifen, aber ich kann es vielleicht auch nicht angreifen. Das ist halt frustrierend, wenn er jetzt die ganze Zeit... Naja. Es hat halt eine Weakness, aber das ist nur gegen Tangela gut. Rapidash. Geodude hat auch die Weakness, aber nicht, aber halt gegen Tangela, Mann. Mein Tangela ist halt null vorbereitet. Aber dann würde ich jetzt Rihorn machen, denn das Ding hält, kann lange nicht angreifen. Dann mache ich jetzt Gust of Wind und ich mache Rihorn. Geil, dass ich mir das aussuchen kann. Hab ich gar nicht gedacht. Und ich mache Grass auf Tangela, damit das gleich mal doppelt Schaden macht, wenn er was anderes einsetzt. Jetzt muss ich nur dreimal bitte... Der Gegner darf jetzt einfach zweimal nicht Kopf machen. Bitte. Es hat gar kein... Warum hat es keine... Es kann nicht Leer einsetzen. Geil. Ich kann selber auch switchen. Tangela... Ich weiß gerade nicht. Tangela war... Ja, okay, aber dann... Das ist schon nicht so. Tangela, bam. Bam. Drei Runden safe. Ja, es war ein guter Call. Er hat ein krasses Georock jetzt. Dieses Georock ist brutal. Es kann einem einfach 60 Schaden machen. Nochmal Fighting, Mann. Warte, auf was könnte ich ein Fighting machen? Nidoran. Irgendwann muss ich doch mal Nidorino ziehen. Okay, jetzt haben wir halt das Problem. Ich muss nur noch eins umbringen. Aber er muss quasi auch nur noch eins umbringen, weil er hat jetzt meinen Georock definitiv besiegt mit einem Stomp. Yep. Und jetzt ist halt die Frage. Mein Tangela brauche ich gar nicht nehmen. Fuck. Weil Tangela einfach die Schwäche hat. Oder? Kann ich hier auf Check gehen? Ich kann hier nicht auf Check gehen. Tangela hat Feuerschwäche. Das ist auch das Blöde, ne? Selbst wenn es keine Feuerattacke macht, ist es trotzdem eine Schwäche, oder? Oder hat die... Weil Attacken haben keinen Typen. Es ist immer der Typ vom Pokémon. Das heißt, wenn Tangela jetzt Stampfer macht und 30 Schaden macht, macht es gegen Tangela 60. Obwohl Stampfer keine Feuerattacke ist. Aber das Pokémon ist ein Feuer-Pokémon, deswegen kriegt Tangela 60 Schaden. Aber ich kann es paralysieren. Ja, ich speichere die ganze Zeit. Aber ich bin schon die ganze Zeit auf der Suche nach Ronald, aber ich finde ihn nicht, um ihn zu bekämpfen. Nidoran überlebt halt auch nicht. Keiner überlebt! Moment mal, keiner hier überlebt. Ich muss Tangela nehmen und hoffen, dass ich paralysiere. Keiner meiner Pokémon überlebt. Es sind alles Pflanzen. Shit. Ich hab verloren. Ich habe eine Energiesuche, ich kann es vergiften. Ich kann Switch machen, ich kann Onix rufen, ich kann Onix gleich einwechseln vielleicht, keine Ahnung. Shit, Mann. Das ist die Frage, hole ich mir eine Kampfenergie, weil ich muss Paralyse machen, um so lange wie möglich gegen Galoppa zu... Ja, ich hole mir das hier, setze das auf Onix ein, kann gleich Switch machen. Ich sollte jetzt schon Switch einsetzen. Kann ich direkt angreifen dann mit Onix? Onix hält mehr aus. Ich check mal kurz alles. Tangela hat definitiv eine Weakness auf Feuer. Onix hat keine Weakness. Und ich kann 10 Schaden machen. Yay. Oh Gott, ich brauche einfach irgendeine krasse Karte jetzt, die aus dem Nichts kommt.
Aber ich kann jetzt einfach meinen Onyx rufen. Das hält lange aus und ich kann ihm sogar Schaden machen. Aber jetzt macht er einfach dreimal hintereinander 30 Schaden und ich bin weg. Wenn er dieses Georock einsetzt, bin ich so... Shit. Alter, wie er auch noch ein Auswechselding hat und mich einfach komplett zerstört. Das ist so unfair, dass einfach eine Normalattacke Doppelschaden macht. Wow. Interessanter Kampf. Ich hätte gedacht, ich gewinne locker. Und dann hat er einfach... Hatte ich nur noch Pflanzen-Pokémon im Team. Okay, machen wir vielleicht dich zuerst. Vielleicht bist du einfacher. Schade. Meine Rihornios, Mann. Ich habe einfach keine Entwicklung gekriegt für meine Pokémon. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Rizeros-Karte. Aber ich habe Nidorino auf jeden Fall. Und Georock. Okay, gleiches Spiel. Tangela. Caterpie. Rhyhorn. Ja, gehen wir wieder auf Rihorn. Und machen wieder Leer. Und darf ich? Jawohl. Onyx. Ey. Ding, 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 ding. Andrew, boah, ich erinnere mich noch an all die Sprites von den ganzen Menschen hier. Die haben sich auch null geändert. Das ist eigentlich das gleiche Spiel, außer dass Team Grr existiert. Jetzt habe ich auch ein Onyx. Wir machen aber weiter Rihorn. Komm, nochmal. Ei. Oh, er macht ein Fossil? Eieiei. Was will er rufen? Macht mir nix. So, setze ich jetzt die Grasenergie auf mein Rihorn, um Fighting zu sparen, oder... Ne, ich muss Tangela auch vorbereiten. Tangela ist zu gut hier. Ich mache trotzdem hier Hornattacke, was auch zu gut ist. Und dann suche ich mir hier schon mal eine Pflanze raus. Jawohl, das war gut. Dann kann ich gleich zweimal Tangela machen und dann ist Tangela, kann Onyx locker besiegen. Wenn ich es nicht davor besiegt habe. Wenn es jetzt nicht die ganze Zeit Härtner macht. Oh Gott, er hat Relaxo. Oh Gott, er hat Aerodactyl. Was sind das hier für Gegner? Das ist die erste Arena. Okay. Schnell, 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 bevor er die Aerodactyle und Relaxos vorbereitet. Relaxo war, glaube ich, super asozial. Hat er gerade eine Doppelenergie eingesetzt? Ich glaube, eine normale. Digiletto. Angela ist ready. Aber jetzt ist auch Onyx ready. Ready to die. Jetzt kommt Aerodactyl. Was kannst du? Oh Gott, was kannst du? Supersonic, ob ich confused bin? Bitte nicht. Oh. War ein bisschen klar, ne? War ein bisschen klar. Bin verwirrt. Was kann dieses Aerodactyl? Swoop Dive 40. 10 Damage to itself. Weakness, auch Pflanze. Also mein Tangela wird zerstören. Halt. Und Snorlax, Body Slam 30, aber es braucht 4. Pokémon Power, Thick Skins. Can't become asleep, confused, paralyzed or poisoned. Okay, das ist tatsächlich gut. Oder gut zu wissen. Ich will auch mal eine Pokémon Power haben. Tangela kann jetzt nämlich sogar poison. Hahaha. Die Frage ist jetzt nur, ob ich retreate, um Tangela zu rufen. Aber dann ist eine Runde vorbei. Nee, ich opfere meinen Rihorn. Und ich glaube, ich kann auch nicht retreaten, wenn ich verwirrt bin. Ich habe Angst, wenn ich jetzt da drauf drücke, dass es passiert. Ich will testen, ob es gehen würde. Okay, ich muss 3 weglegen. Nee. Da greife ich lieber nochmal einmal an.
Bullshit. Das ist so ein Bullshit, diese Kack-Konf... Oh Mann, ey, diese Statusveränderungen hier sind so hart. Kampf Onyx. Oder Diglett. Diglett hält nix aus. Ich hätte auch einfach Switch machen können, ich Trottel. Soll ich jetzt Switch machen? Ja, komm. Taktisch. Angela. Und jetzt entweder mache ich 40 Schaden und paralysiere es vielleicht, oder ich mache 40 Schaden und es vergiftet. Es bringt aber nichts, wenn es vergiftet ist, weil es danach eh weg ist. Komm. Bitte sei paralysiert. Oh. Komm, mach einfach nichts. Oh Gott. Das war so klar. Die KI ist echt nicht dumm. Jetzt kann ich es nicht vergiften. Ich kann nichts. Ich mache jetzt einfach nur 20 Schaden. Tangelas Besonderheit ist einfach jetzt weg. Fighting. Diglett. Ah, ich habe kein... Ich glaube, ich habe gar keinen Dickdreh. Mache ich lieber Onyx, sodass ich Härtner machen kann? Oh, es ist nervig. Oder muss es aktiv die Pokémon-Power einsetzen? Weil warum habe ich dann... Wahrscheinlich werfe ich, dann ist es paralysiert, aber dann steht da, kann nicht paralysiert werden. Okay, aber er kann noch lange nicht angreifen. Warum mache ich all diese Dinger hin? Vielleicht geht's ja irgendwie. Ich sag jetzt bestimmt nein. Paralysis? Hat keinen Effekt. Gleich darf es angreifen. Ich habe Angst. Caterpie. Na gut, irgendwann ziehe ich vielleicht einen Safcon. Oh, jetzt mache ich die ganzen, ne? Jetzt kommen die ganzen Starmies. Greift es jetzt an? Es wäre aber dumm, ihm jetzt Energie zu geben, nur für eine Attacke. Body Slam 30. Wehe, bitte. Oh, Gott sei Dank. Aber ich kann es nicht killen. Paralysis. Ich kann es nicht killen und er killt mich. Retreat, 3 Stück. Dann war alles umsonst, aber ich verliere nichts. Und ich kann Rehorn. Aber Retreat ist eine Runde, oder? Das Item Switch. Ist Retreat eine Runde? Safe, oder? Also, Relaxo würde mein Rehorn einfach killen dann. Weil es ist ja nicht das Item Switch. Ich glaube, es vergeht eine Runde. Das heißt, ich muss jetzt Rehorn opfern. Tangela opfern. Ah, ist okay. Für den Flex mich noch paralysieren. Okay, mache ich jetzt... Warte mal, wie viel braucht er noch? Oh, braucht er noch 10 oder 20? Ich glaube, er braucht noch 20. Aber Onyx kann 10 Schaden machen. Er braucht nur noch 10. Sicher? Okay. Gust of Wind? Nee. Okay, dann gut. Nice, dankeschön, Mariko, dankeschön. Onyx, gone. So, du kleiner Racker, mein Tangela ist leider weg. Aber ich glaube, ich kann jetzt einfach Härtner machen. Oder ich mache Gust of Wind. Was hat er denn noch? Nee. 30 Schaden. Der macht 20. Diglett macht 30. Aber ist auch sofort tot.
Greife ich einfach dreimal an. Never-ending paralysis. Paralysis, paralysis, paralysis. Paralysis, No! Diese Münzwürfe sind das Schlimmste. Ey, okay. Please. Stellt euch mal vor, in echten Pokémon spielen. 20? Nicht mal 10, 20? Stellt euch mal vor, in echten Pokémon spielen würde jedes Mal so wie bei, keine Ahnung, Baldur's Gate einfach so ein Münzwurf sein. Ich wäre jedes Mal zerstört am Boden. Also ich könnte jetzt Nidorino leveln und dann Professor Oak und dann würde ich vielleicht ganz viel Energie ziehen. Aber es wäre schade um die anderen. Es wäre schade für um Gust of Wind. Aber irgendwie bringt mir Gust of Wind gar nichts hier. Gerade. Es ist halt immer schade, eine Runde zu verschwenden ohne Energie. Ich mach's jetzt so. Ich mach's tatsächlich. Boom, 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 boom. Warum greifst du überhaupt an? Bände doch einfach den Zug. Aber ich will doch potenziell 10 Schaden machen. Du meinst, ich soll einfach nicht angreifen? Hä? Aber ich will doch 10 Schaden machen. Warum soll ich nicht 10 Schaden machen? Du machst 0 Schaden? Warum mache ich 0 Schaden? Oh. Okay, ich mache gar keinen Schaden. Ey, aber ich habe Switch gekriegt. Okay, das ist gut. Ich habe einen Switch gekriegt. Hast du nicht aufgepasst eben? Ich pass nie auf. Du bist hier nicht so oft anscheinend. Ich pass nie auf. Ich bin in meiner eigenen Welt. In der Texte nicht gelesen werden. Graveler, Rhyhorn, bam bam bam. Greifen wir erstmal an. Harden wäre auch ein Check, ne? Brauchen wir noch eine Gras-Ding. Okay. Aber tut sich selber weh. Ich habe einen Geodude, aber ich kann es nicht hintun. Fighting. Komm, gib mir eine Pflanze, bitte. Ich brauche eine Pflanze gleich. Bevor mein Onix jetzt gleich weg ist. Soll ich jetzt switchen? Auf irgendetwas, was? Mein Rihorn macht 30, also wird es nur 10 Schaden machen. Aber dann wird sich Aerodactyl selber umbringen, wenn es eine Attacke macht. Ich meine, wenn ich jetzt wechsle auf Rihorn mit Switch, kann ich Hornattacke machen, was 10 Schaden macht. Oder macht es 0 Schaden? Ne, es macht mindestens 10 Schaden. Und dann muss er, also wenn er Swoop Dive macht, stirbt er. Und wenn er Confusion macht, dann greife ich halt nicht an. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das ist eine Taktik. Okay, es ist minus 30. Nicht minus 20. Ich lerne dazu. Warum ist Resist... Ich dachte, Resist ist entweder minus 20 oder halbiert. Aber Resist ist einfach minus 30? Asozial. Ich zieh keine fucking Pflanzenenergie da.
Ich brauche eine Pflanze. Geil, es ist sogar paralysiert. Ich meine, ich hätte auf Raupi wechseln sollen, weil es 20 Schaden macht. Ich hätte auf Raupi wechseln sollen. Naja. Ich glaube, wir könnten eh gewinnen. Außer das Ding kann jetzt schon Rock Smash und macht natürlich... Alter. Alter, wie ich jetzt nicht angreifen kann jetzt, obwohl ich 20 Schaden machen würde. Aber dieses Ding macht einfach wieder einen Kopf. Oh, ah, ich hab's aufkommen. Okay, Stiffen. Hm. Finden wir irgendwo eine Pflanzenenergie, bitte. Irgendwo eine Pflanzenenergie. Irgendwo eine Pflanzenenergie, bitte. Ich meine, ich mach trotzdem... Auf Caterpie das, zur Not kann ich Metapod schnell entwickeln, weil es sollte mir nur 30 Schaden machen können, wenn überhaupt. Und ich kann nicht angreifen. Fuck me, man. Bitte wechsel jetzt nicht auf dem... Oh mein Gott. Warum hast du jetzt drei? Es ist eine Double Energy. Du Schwein. Oh, da ist sie. Alter. Huiuiui. Huiuiui. Das war nicht schlecht. Nein! Das ist so krass. Komm schon. Komm schon. Gib mir einen Windgast, dass ich es austauschen kann, dieses eklige Rizeros. Ah! Okay. Jetzt kommt wieder Taktik. Pass auf. Ich kann jetzt endlich Dorino benutzen, um Double Kick zu machen, was dem im besten Fall wie viel macht? 60, 120. Dafür muss ich nur mein Safcon weghauen. Und ich brauche eigentlich sogar nur einen Double Kick, weil ich 60 Schaden mache. Aber wenn ich jetzt Retreat mache, kann ich noch nicht angreifen. Deswegen greife ich jetzt an, opfere das Safcon. Wehe, du machst irgendwas komisches jetzt, Gegner. Sei paralysiert! Oh mein Gott. Mein Paralyse hätte es auch gelöst, aber nein. Okay, mach jetzt nicht irgendwas komisches wie... Okay, das ist mir egal, glaube ich. Humanitas. Mach jetzt nicht irgendwas Seltsames wie Wind of Gust oder Switch oder sowas. Bitte lass mich einfach mit Nidorino angreifen. Und wenn ich jetzt nicht einmal Kopf mache, beende ich das Spiel sofort. Gott sei Dank. Dankeschön. Haha. Nix da. 60 Schaden. Okay, langsam verstehe ich mehr im Spiel. Wechselwirkungen sind halt für mich noch ein Rätsel. Chanera, Chameleon. Oh mein Gott, diese Jinx-Karte. Hilfe. Oh, die Blutzeug ist cool. I love a good duel. Okay, machen wir noch... Den da habe ich verloren, ne? Komm, wir versuchen noch den Kampf hier. Den Kampf noch. Der geht jetzt wieder sauschnell, weil er einfach nur ein Pokémon zieht. Okay, fangen wir wieder mit Tangela an oder mit Caterpie? Caterpie kann direkt wahrscheinlich 20 Schaden machen. Aber ist halt auch schnell dood. Komm, ich mach Caterpie. I trust in Raupi. Fat Pikachu ist auch besser als das neue. Definitiv. Aber inzwischen ist Pikachu wieder dicker geworden. Ey, direkt Safcon gezogen. Let's go. Sandan. Wie schnell kann mich Sandan angreifen? Sofort. Aber. Resiste ich? Nope. Ist okay. Ich halt genug aus. Und vielleicht paralysiert es. Jawohl. Es läuft.
Habe ich gerade richtig gesehen, das war sein einziges Pokémon auf der Bank? Eventuell? Oh mein Gott, ich besiege es. Aber dann mache ich noch nicht Metapod, sondern mache Tangela. Tangela ist wichtiger. Mach hier Bam. Eins ist weg. Shooting some rope. Nice. Easy. Ich hab's auch gesagt. Wir machen das jetzt so, er hat keine Pokémon und ich gewinne sofort. Geil, wieder Legends Pack. Was haben wir? Pokémon Breeder. Ansonsten nichts Besonderes. Okay, jetzt muss ich doch nochmal den Kampf machen. Wenn wir jetzt gerade so schnell waren. Halt, ich sollte speichern. Ich sollte öfter speichern. Letzter Kampf. Wirklich letzter Kampf. Egal wie schnell er geht. Matthew hat uns vorhin fertig gemacht. Zwar ziemlich krass fertig gemacht. Matthew, hat er nicht vorhin auch schon nochmal ziehen müssen? Okay, Diglett und Rhyhorn. Züchter ist geil. Hallo? Züchter ist geil. Okay. Was hat der Züchter so, dass du ihn so geil findest? Hat er einen schicken Hut? Guten Buddy. Machen wir Diglett. Eine Kampfenergie direkt angreifen. Oder Rhyhorn. Bisschen Vorbereitung. Ich mach Diglett. Okay. Diglett gegen Diglett. Dann war jetzt der Toinkost tatsächlich wichtig. Und er darf direkt angreifen. Fuck. Soll ich einfach Dick da übrig, also killen lassen und ich bereite mein Rhyhorn vor? Ja, weil dann mit Rhyhorn kann ich dann direkt das Dick da killen. Das machen wir so. Das müssen wir so machen. Er kann mich jetzt schon killen, weil er einfach voll auf Mudslap geht. Okay, Rhyhorn, du wirst jetzt mal ausnahmsweise Glück haben bei diesem Leer. Please. Wow. Ich bin stolz. Und ist dieses Dick da jetzt weg? Was bereitet er da vor? Galoppa. Caterpie, gut. Soll ich jetzt mir Fighting geben und Caterpie zwei Pflanzen? Ja, besser. In diesem Kampf sind Pflanzen-Pokémon wichtiger. Hornattack. Hinfort. Rotangela, unsere Winning Card. Außer gegen Galoppa, da vielleicht nicht. Stopp. Okay, nice. So, Eich. Okay, dann bereite ich doch nicht Caterpie vor, sondern Tangela. Und du machst jetzt einfach immer Zahl und ich mache noch zweimal Hornattack und alles ist gut. Und du machst nicht. Oh Gott. Oh, all damage is avoided. Es ist doch unfassbar. Ach, und er tut mir auch noch weh mit 30 bei Agility. Seit wann tut Agilität weh? Im TCG geht alles. Shit. Tangela hat keine Chance. Ich muss auf KP-Anzahl gehen und ich mach Professor Euch. Vielleicht finde ich irgendwas richtig Geiles. Geodude. Ja, da wäre das Georock jetzt schön gewesen. Okay, wenigstens haben wir einiges an Energie bekommen. Wie ich nichts tun darf. Trotzdem. Darf das jetzt die ganze Zeit Agility machen? Was dafür sorgt, dass ich jetzt nicht angreifen kann, aber es macht trotzdem 30 Schaden, dieses Galoppa ist. So, Alter. Dieses Galoppa ist zu krass.
Mein Tangela überlebt keine 30er Attacke. Außer. 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 Oh, ich hätte noch. Ich brauche noch eine. Egal. Außer. Es ist jetzt paralysiert. Haha. Alter. Null. Ach so, die Agilität wirkt auf sich selber. Die Agilität hat es nicht auf Rihorn gewirkt, sondern auf sich selber, sodass das eingewechselte Pokémon auch keinen Schaden macht. Wow. Null Chance. Der Typ ist hart. Der Typ ist härter als der Arenaleiter. 30. Agilität ist echt ein bisschen übertrieben. Das ist ein bisschen unfair. Das ist ein bisschen übertrieben. Oh. Komm, los, Kleinstein, los. Ja, jetzt wäre es cool, die Gerock-Karte wieder zu haben. Hat er wieder Kopf gemacht gerade? Ich hab's nicht gesehen. Ich hätte Härtner machen sollen. Ich dachte, es war wieder Kopf. Das war dumm. Aber ich habe keine Chance. No chance. Vor allem, er muss nur noch mich umbringen. Aber ich wollte eigentlich Härtner machen. Ich habe zu schnell gedrückt. Ah gut, tu es. Tu es. Der ist krass. Ich muss einfach so lange probieren, beziehungsweise ich kann natürlich auch versuchen, mir ein besseres Deck zu bauen. Ich habe inzwischen ein paar krasse Karten. Aber not today. Das war's auch heute. Leute. Für heute, liebe Leute. Wir haben 3 Trophäen uns besorgt. Ich liebe das Spiel. Ich find's cool. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Wahrscheinlich nicht. Oder zumindest sehr wenige von euch. Aber ich will das spielen. Mir macht sehr viel Spaß. Mal schauen. Ich bin morgen wieder da. Morgen ist schon wieder Donnerstag. Morgen kommt das neue Video über Brutalander. Wie ich Brutalander gefangen habe auf Level 9. Das kommt morgen Mittag. Patrons können es jetzt schon anschauen. Ansonsten mal schauen, was wir morgen machen. Aber ich bin raus. Heute Nacht komme ich wahrscheinlich wirklich diesmal online mit Silent Hill 2. 99% wahrscheinlich. Und ich bin gespannt. It's Grusel Time. Dankeschön fürs Dasein. Und Bussi. Bye. Bye.